Euch allen einen wunderschönen guten Abend, Long Beach wieder am Start und nochmal willkommen zu einem weiteren Stream Call of Duty Modern Warfare 2 DMZ. Und bevor es wieder mit der Begrüßung losgeht und allem drum und dran, erstmal natürlich wieder ein paar Infos für euch. Info Nummer 1 ist für diejenigen, die beim letzten Mal die Shirts gewonnen haben. Einer fehlt. Ich habe einen vor 4 oder 5 Tagen angeschrieben und da fehlt mir einfach die Postleitzahl. Und ich bin da schon die ganze Zeit hinterher und möchte ihm einfach eine Chance geben, sich zu melden. Hat er bis jetzt nicht gemacht. Sprich also, er hat bis heute Abend noch Zeit, sich zu melden. Wenn er sich nicht meldet, habe ich ein T-Shirt plus Tasse, Sticker und sowas noch zu vergeben. Das machen wir am Sonntag dann, falls es so kommen sollte. Und alle anderen, die etwas gewonnen haben, die Pakete gehen dann morgen raus, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Weiterhin bin ich momentan dabei, mehr für meinen Körper zu machen. Gaming und Gesundheit möchte ich, oder Sport möchte ich ein bisschen so zusammenbringen, weshalb ich auf Instagram demnächst ein Projekt starten möchte, zusammen mit Chapo auch. Und zwar möchten wir uns fit machen. Und der Plan dahinter ist, beziehungsweise es ist noch nichts Offizielles. Das ist alles, was ich euch sage, ist noch in Planung. Das steht noch nicht zu 100% fest. Aber das, was wir vorhaben, ist, wir möchten auf Instagram, also vor allem auch auf Instagram, Trainingsvideos mit rausbringen. Und ich möchte hier auf YouTube auch, sag ich mal, so einen Sportsblog mit rausbringen, wo wir einmal in der Woche mit einem wirklich professionellen Bodybuilder zusammen trainieren. Das ist jetzt nicht einfach irgendein Bodybuilder, das ist wirklich ein Bodybuilder, der das schon jahrelang macht und der auch einige tausende Abonnenten hat auf Instagram. Da haben wir jetzt mal angefragt, mit dem werden wir jetzt mal sprechen, über das Konzept nochmal sprechen, wie und was wir uns da geplant haben. Und dann kommt es zur Umsetzung. Ich bin jetzt momentan schon dabei, ein bisschen mehr zu trainieren. Ich wiege jetzt 80 Kilo aktuell und ich möchte wieder zurück auf die 97 Kilo kommen. So viel hatte ich mal tatsächlich. Aber ihr kennt es wahrscheinlich selber, der ein oder andere ist Vater. Man geht arbeiten, man hat Stress. Und ich möchte euch einfach zeigen, dass man aus dieser Komfortzone rausgehen kann und dass man einfach gesund leben kann, dass es möglich ist, auch Sport nebenbei zu machen. Und das wollen wir einfach mit dem Video erreichen. Und dann schauen wir mal, 1.11. geht es dann offiziell mit dem richtigen Training los. Jetzt aktuell bin ich noch in der Vorbereitungsphase und ab dem 1.11. da wird richtig hart reingegangen. Das, was ich heute alles ans Fleisch und sowas eingekauft habe, das habe ich vorher noch nie gemacht. Also seid gespannt, das wird es alles auf Instagram geben und diese Videos mit einem Bodybuilder zusammen. Den Namen und sowas, das gebe ich alles bekannt, wenn es soweit ist. Das machen wir dann in einem Livestream und machen auch so ein paar kleine Reels daraus. Damit ihr schon mal wisst, was ich so geplant habe. Ich habe so viele Sachen geplant, nur teilweise hier und da fehlen mir die Mittel. Deswegen, wer es noch nicht gemacht hat, gerne Like und Abo da lassen. Das würde meinen Kanal sehr, sehr supporten. Oder eventuell auch durch den Superchat oder durch die Mitgliedschaft. Das würde mir wirklich sehr, sehr weiterhelfen, gerade für das, was ich alles so geplant habe. Ja, vielen Dank schon mal an die Leute, die auf jeden Fall schon Mitglied sind und mich dabei schon unterstützen. Ja, die weitere Frage ist natürlich MW3. Wie sieht es für DMZ weiter aus, wenn es in MW3 wegfallen wird? Und das sieht aktuell wirklich, es sieht danach aus, es wird so sein. Es gibt noch andere Streamer und das kann ich wirklich bestätigen, die sagen, dass DMZ übernommen wird. Ich persönlich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich glaube eher darauf, was überwiegend so die Leute sagen. Und ja, was passiert dann mit DMZ? Und ich habe mir natürlich auch ein bisschen Gedanken zugemacht. Und auch gerade zu dem Content, was ich bringe. Ich spiele ja momentan überwiegend DMZ, aber auch eben Battle Royale. Ne? Also ich habe noch meine Ausweichmöglichkeiten, aber DMZ ist doch schon so ein Modus, ich glaube, wo ihr alle auch dran hängt. Und wo ich auch etwas dran hänge, aber nicht so sehr wie der ein oder andere. Deswegen wird es nämlich so aussehen, wenn MW3 rauskommt, wird das in DMZ, denke ich mal, nicht langweilig werden, aber DMZ wird sich grundlegend verändern. Ich glaube, da wird es weniger PvP geben und dort werden sich tatsächlich mehr Free-to-Play-Spieler finden und treffen und gemeinschaftlich, denke ich mal, zocken. Denn viele PvP-Spieler, mich eingeschlossen auch noch, die Bock auf dieses Movement haben und dieses Gameplay, also MW3 an sich, die wechseln zu MW3. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, so, wie mache ich das denn am besten? Ich fange an, sobald es im November soweit ist, werde ich zunächst erstmal nur den Zombie-Modus in Fokus nehmen und das erstmal streamen.
wenn es mir nicht so gefällt, beziehungsweise wenn es mir gefällt, werde ich das natürlich öfter streamen als DMZ, wenn es mir mehr als DMZ gefällt. Ansonsten versuche ich eben so ein Mittelding zu fahren, denn für DMZ, ich glaube, das wird tatsächlich etwas langweilig werden in DMZ, weil ich glaube wirklich der größte Teil der Spieler wird zu MW3 wechseln und vor allem auch in den Zombie-Modus und die einzigen, die dann in MW2 bleiben, sind die Free-to-Play-Gamer, die MW2 an sich nicht gekauft haben oder eben Spieler, die ja etwas für die MW3 schon generell zu schnell ist, die es eher langsamer mögen und die vielleicht auch gar nicht so lange schon bei Call of Duty mit dabei sind, mit im Boot sind. Denn alle, die davor schon Call of Duty gezockt haben, die werden auch definitiv, gehe ich mal davon aus, MW3 spielen. Das ist so meine Meinung dazu. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das mit DMZ in MW2 aussehen wird. Weil ich glaube, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass da viele Spieler total eskalieren werden. Ich glaube, das wird tatsächlich ein einfaches Spiel werden. Und bin auf jeden Fall mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, dann habe ich noch etwas weiteres. Ich bin ja momentan auch noch dabei, Reels zu machen auf Instagram. Morgen kommt um 12 Uhr ein Reel raus und zeitgleich, also einmal auf YouTube, Instagram und TikTok und zeitgleich um 12 Uhr kommt ein Video raus, wonach der ein oder anderes schon sehnsüchtig wartet, nämlich PvP-Verhalten oder wie schaffe ich es, wirklich richtig PvP zu machen, gerade als Solospieler. Und das Video wird ein 1-gegen-3 beinhalten tatsächlich, also in einem Realbeispiel. Fand ich gut, dass es so geklappt hat. Und das wird auf Vonil sein. Ich werde aber ein weiteres Video zu Ashika nochmal hochladen und zu Almazra. Das ist so gesehen der erste Part, der sich komplett um Vonil dreht. Und das, was ihr in diesem Part seht, muss man natürlich in den nächsten Part, sprich für Ashika Island oder für Almazra mit übernehmen. Na? Damit ihr schon mal Bescheid wisst, morgen 12 Uhr, Short und Video. Wow, genug gequatscht. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall reichen. Ich bin heute, wie es ausschaut, solo unterwegs. Ich habe heute auch gar nicht nachgehakt, wer wie wo Zeit hat, Bock hat oder sowas. Ich gucke erstmal, wie die Runden so alleine sind. Ich war heute auch alleine auf Vonil unterwegs und auf Vonil waren die Runden, muss ich sagen, wirklich gut, entspannt, hat Spaß gemacht. Ich habe davor noch mit dem Traffic gespielt, war auch richtig gut. Gut, wir hatten etwas Pech gehabt leider. Ja, und dann musste ich schon wieder trainieren gehen. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier sitze. Ich werde morgen Muskelkater des Todes haben, aber ja gut, aber jetzt kommen wir zum nächsten Part, nämlich zur Begrüßung, denn im Chat ist etwas los und ich finde das immer geil, wenn im Chat etwas los ist. Sauber, Alex, grüß dich, moin, Achim, Alpha Mac, Bruder Obelix, grüßt euch alle, hallo Robert, Maurice, Alman Shisha, Alman ist schon mal gut, Shisha mache ich nicht mehr und 187 Rapper finde ich auch schon mal geil. Sauber, moin Adler, grüß dich, Suchti, Nabend, hallo Kevin, hallo Volker, deutlich abnormal, moin. Steve, hallo, Micha 2000, Nabend, Krampfi ist am Start, F6F6F6, hallo, Nabend, Graue Eminenz, ey, was geht, ihr Nackensteaks, Sauer, Shadow Dobby, mein Bester, grüß dich, hallo, Dirk, moin, Rupi, mir geht's gut, ich hoffe, dir geht's auch gut, heute habe ich richtig gute Laune, deswegen bin ich gespannt, wie die Runden werden. Hallo Bruder, Long, kannst du die 17 Kilo von mir haben? Ich würde die 17 Kilo, guck, kein Scheiß, die würde ich nehmen. Ey Bruder, vielen, vielen Dank für die Spende, ey, danke dir, vielen, vielen Dank für deinen Support, geiler Typ. Sir Mike, moin, grüß dich, Sir Tom ebenfalls, Robert, servus. Hey, ja, Schapina, hallo Thorsten, ich spiele nur DMZ, wäre schade, wenn es wegfällt. Ja, das ist das, was ich meine, ne, wenn man nur DMZ spielt dann und das wegfällt, dann ist ein bisschen blöd, ne. Moin Schapo, hallo Mike, grüß dich, moin Patrick, wen haben wir da noch, Suicide, moin, ey Keule, was geht? Boah, hallo Bane, was geht, Fotograf, moin, ja guck ey. Gleichen Leute am Start. Sauber. Moin Darkwolf. Grüß dich. Rupi, wenn du Bock hast, bin ich später dabei. Muss nur noch kurz aktualisieren. Ja, Rupi, mach erstmal. Ich mach erstmal ein paar Runden solo und dann kannst du gerne dazu stoßen. Klar. Und wenn einer noch ebenfalls die Elite-Mitgliedschaft, der darf sich gerne anschließen. Hallo Red Babe, einen wunderschönen guten Abend. Endlich hast du es auch geschafft. Ja, sauber. Moin Stefan, Dean, Tanis, Verwalter, Marcel, Uwe. Junge, was geht denn hier ab? Totti, Brainy, Servus. Was ist nach DMZ? Was meinst du mit, was ist nach DMZ?
MWZ, ja genau. Moin Otze, Dima, Flo, Sven, grüß dich und The Dark Raven. Hallo, hallo. Okay. Bist du heiß heute auf das Game? Ja, ich bin heute richtig heiß. Ich bin richtig heiß. Ich bin auch nachher gespannt. Der Rupi hat sich ja jetzt angeboten. Ja, mit Rupi, hallo Don und Mike, moin, Namens. Moin Jägerschnitzel. Die haben sich, Rupi hat sich jetzt angeboten. Der hat Bock. Ich habe auch Bock. Ich zocke erstmal eine Runde alleine und gucken, wenn der Rupi am Start ist, dann geht's los. Brainy, Zombie? Nach dem Zombies. Braucht die Waffe noch von Kushai. Meinst du die Kassov? Verwalter? Ich brauche die auch noch übrigens. Also ich brauche die auch noch. Ich brauche hier und da brauche ich ein paar Sachen. Aber weiß ich nicht. Ich mache das, was mir Spaß macht und... Ja, weiß ich nicht, mit Kuschelkomplex ist immer noch so, naja. Wir sind mal gespannt, was auf Wunnel abgeht. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Video morgen, wie ihr darauf reagieren werdet. Denn das ist wirklich so das Einzige, was ich beachte. Das Video geht, glaube ich, tatsächlich 25 Minuten, ey. Schmeckt. Frau hat mir Zeit gegeben, also habe ich auch produziert. Moin, moin, Tutti! Yo, Kuss auf die Nuss, Chapo. Ja, danke. Werde ich, denke ich, mal haben. Hoffe ich. Willkommen so. In der DMZ. Mal Solo rein. Ich bin gespannt. Heute, ich war Solo drin. Also, man merkt, dass die MW3-Beta da ist. Also, weiß ich nicht. DMZ ist ein bisschen chilliger zu spielen, habe ich das Gefühl. Okay, der Shop ist schon mal nicht hier. Ich habe auch kein Geld jetzt mit reingenommen. Wahrscheinlich sogar Fehler Nummer 1. Hallo, Danny. Nabend. Jetzt mal Sound wieder hochfahren. Es gibt offenbar nicht viele Feinde in deiner Nähe. Guck ich mal eben. Ja, da muss ich mal schnell hin. Da muss ich schnell hin. Ja, PS4. Ja, Ingame reden ist ja auch an sich kein Thema. Wie gesagt, ich bevorzuge heute Elite-Mitgliedschaften, denn das beinhaltet die Mitgliedschaft. Und Rupi hat sich jetzt in diesem Fall gemeldet. Sollte da noch jemand sein mit dieser Mitgliedschaft, gerne ohne Mitgliedschaft. Auch möglich, wenn sich kein Elite-Mitglied meldet. Denn ich finde das sonst ein bisschen unfair. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich denke mal, ihr habt dafür Verständnis. Yo, danke dir, Dirk. Oh, hier ist schon mal nichts los. Vielleicht kommen die jetzt noch hoch. Weil die spawnen ja hier. Ultra 1, Kommando. Drohne ist in Position. Okay. Möcht nicht. Kommt nicht. Na, ein Drachen. Ja, dabei habe ich die M13C, wie man sieht. Übrigens, die M13B, die wurde wieder genervt. Verstehe ich irgendwie nicht. Ja, genau, deutlich, genau. Das weiß ich, dass du Elite bist. Nichts los. Jagdauftrag hier. Ultra 1, mittlere Feindgefahr im Einsatzgebiet. Ich da immer gegen. Einfach schnell raus da. Ultra 1, jeden Tag nach befindet sich ein feindliches Team mit wertvoller Beute im Gebiet. Sofort ja, sicher. Guck. Position des Ziels auf der Taktikkarte. Ja, guck, wehe, die sind auf dem Dach. Das ist noch alles zu.
So, dann schaue ich mal. Was ist denn hier los, ey? Ah, okay. Fährt mit dem Auto weg. Wohin fährt er denn wohl? Wird hier wahrscheinlich irgendwo vorbeifahren jetzt gleich. Ja. Ultra 1, ESR hat das Ziel Bullfrog auf der Taktikkarte markiert. Er transportiert einen wertvollen Waffenkoffer. Nach eigenem Ermessen abfangen. Unterwegs. Ja. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Warum fahren die denn mit dem Auto weg? Genau auf die andere Seite vor allem auch noch. Muss ich da noch hinterher eiern? Gibt's doch nicht. Hier ist ja auch schon gelootet. Warte mal. Warte mal, wenn hier schon gelootet ist, würde mich das gar nicht wundern, wenn im Aquarium auch noch Gegner sind. Sichtkontakt zu einem Feind. Achtung, das Ausschalten von Operators macht euch zum Kopfgeldziel. Hier war zu 100% noch einer. War der hier drinne? Hm. Ist jetzt nicht mein Kopfgeldauftrag. Schade aber auch. Aber... ja, gut. Wo fährt mein Auftrag bitte schön hin? Das würde mich mal interessieren. Der hat jetzt einmal eine komplette Runde gemacht. Der ist, glaube ich, nur auf dem Auto unterwegs. Der will gar nicht zu mir. Komm, ich fahre da auch mit dem Auto hinterher. Ja, genau. F6, wenn du in die Automaten klopfst, kommt Money raus. Die Autos, die sind so schwammig zu fahren. Ja, boah, die Karre, die ist ja gar nicht zu fahren. Was ist los hier? Ich glaube, der ist solo unterwegs. Aber der wird doch sonst niemals... Da guckt euch mal diese Drift-Session hier an. Ich kann mit der Karre gar nicht fahren. Die Bots, die machen die Karre auch so schnell kaputt. Da ist aber auch kein Reifen jetzt gerade im Arsch. Ich nehme erstmal einen LTV. Dann habe ich noch. Ein paar Sekunden noch. Vielleicht kriege ich ihn noch irgendwie abgefangen. Ist er im Wasser? Eh nicht. Da hinten? Rücke hier hin vor. Da ist ein Spieler. Feindlicher Wagen markiert. Das gibt's nicht. Er ist immer noch mit einem Amphibienfahrzeug unterwegs. Das Zeitlimit ist abgelaufen. Ultra 1, nur wenig feindliche Patronen in dem Gebiet. Aber mal gucken, ob ich ihn irgendwie hier abfangen kann. Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Auf jeden Fall Platten. Gucken.
Mittleres Kaliber wäre jetzt nett. Ja, komm, dann nehme ich mal die Zipline hier hoch. Schau erstmal, was oben so abgeht. Hey, Namen Odin! Viel Spaß, was geht? Er ist hier. Also. Zu viele davon und es resultiert in einem Kopfgeld. Ich glaube, der war solo. Munikiste! Ah, nee, der war nicht solo. Von wo bin ich jetzt beschossen? Nein, du bist in einem gesperrten Bereich. Wachsam bleiben. Eine Platten. Aufpassen. Ein bisschen, ein paar Platten wären noch ganz gut. Die ganzen Max einfach nur für die Bots jetzt hier. Weil der eine auch mit mir hier ein Spielchen spielen will. Okay, der kriegt erstmal eine Clustermine hier oben drauf. Clustermine platziert. Weil der Mate, der kommt auf jeden Fall zurück. Der Mate, der hat Bock. Ja, ja, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, okay. Alles gut. Aber der KI ist schon OP. Also gerade ohne Platten ist heftig. Deswegen, ich renne jetzt erstmal zum Shop. Keine andere Wahl jetzt. Ich habe auch genug Geld. So, schnell zum Shop. Kann man hier kaufen. Einfach nur Platten ohne Ende. Einfach nur Platten ohne Ende. Mehr will ich nicht. Direkt wieder zurück. Weil da liegt nämlich eine Sunny-Weste. Ich hätte die Sunny-Weste vielleicht mitnehmen sollen. Denn so kann der wirklich sehr schnell revive werden. Und da ist der Mate schon. Oder? War er da? Ah, Leute, ich habe kein Selfie. Ich habe mir kein Selfie ausgerüstet. Oh, nein. Fuck it. Ah, ey. Zorokario, vielen, vielen Dank für dein Abo. Ja, mies gelaufen. Ich habe gar nicht an mein Selfie jetzt gerade gedacht. Ha. Aber egal. Ey, versicherte Waffen sind da. Es geht direkt in die nächste Runde. Und ich würde sagen... Ein bisschen Kohle nehme ich mit. Ja, komm, ich kaufe mir die Ausrüstung. Kaufe ich mir. Ganz schnell. Geht ja relativ zügig auf Wandel von daher. Läuft. Moin, Sir Mike. Ja, also, ich sag mal so, Zombies, PvE hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist, dass es kein PvP gibt. Aber man muss wiederum sagen, wenn man sich das anschaut, das Game, mit dem Zombie-Modus, gerade in Stufe 3, wenn man in Stufe 3 unterwegs ist, sieht das schon heftig aus, finde ich, mit Zombie-Modus. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, in dem Video, was wir uns zusammen angeschaut haben, ein 6er-Team und alle sterben wegen den Zombies. Und jetzt stellt euch mal vor, da sind jetzt doch so Idioten wie ich dabei, die noch PvP machen und sich dann noch einmischen. Boah, da kriegt man ja voll, also da würde ich einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn da so viel los wäre. Da hast du die Zombie-KI, die Soldaten-KI, und dann hast du noch andere Operator, die euch jagen. Ja, moinsen. Tiefendrifter, moin, grüß dich. Viper, weißt du, wie ich MW3 starte? Viper, spielst du über PC? Über PC ist nämlich die Beta erst ab morgen für Vorbesteller und ab Samstag offiziell für alle Plattformen zugänglich. Also morgen Xbox PC, morgen und Freitag für Vorbesteller, Samstag, Sonntag für alle Plattformen. Und aktuell kann die
Konsole, die PlayStation, die ganze Zeit eigentlich spielen. Übrigens gab es für PC-Spieler schon einen Preload. Ihr konntet das schon runterladen, habe ich heute auch schon gemacht. Macht es auf jeden Fall. Dann müsst ihr nicht morgen so lange darauf warten. Ja, so, mal schauen, wie die nächste Runde wird. Wie gesagt, gerne Like und Abo da lassen, würde mich immer Support sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, dass die Runde besser wird. Das war meine erste Runde jetzt hier im Stream. In der zweiten Runde hoffe ich mal, dass ich an mein Selfie denke. Denn das ist nämlich so ein Fehler, den ich gerne mal mache. Dann bin ich in so einem Blutrausch, renne sofort wieder hin und vergesse einfach, dass die Bots, ja, man wie Operator schon fast behandeln muss. Ich spawn den, ich push den Spawnpunkt hier. Unterwegs. Mal schauen, was dabei rumkommt. Lachmann MP und M13B dabei. Wie gesagt, M13B wurde wohl genervt. Mal wieder. Mich persönlich interessiert es nicht. Ich spiele sie weiter, weil ich einfach super mit der umgehen kann. Beziehungsweise die M13B für mich einfach so meine Favorite-Waffe ist. Jetzt bin ich hier mal gespannt, wenn die hier spawnen. Manchmal laufen die hier durch, manchmal laufen die aber auch hier oben lang. Deswegen einmal kurz hören, ob wir irgendwie schon mal Schüsse KI hören. Aber hier ist gar nichts los jetzt gerade. Die sind in eine andere, ja, definitiv in eine andere Richtung laufen. Die werden eigentlich hier, wenn dann durchgekommen. Und der nächste Spawnpunkt wäre am Castle tatsächlich. Und dann schauen wir mal, ob am Castle, ob wir da Gegner finden. Ist natürlich jetzt schwierig. Warte mal, ich habe ja, oh, Shop ist da. Fire Department. Ich glaube, ich gehe auf direktem Wege erstmal zum Fire Department. Oder ich riskiere es. Aber hier ist nichts. Die sind ganz woanders hingelaufen. Ganz woanders. Ich gehe zum Fire Department erstmal zum Shop. Hol mir eine 3-Plattenweste und eine, einen großen Rucksack auf jeden Fall. Und das Geld reicht. Ah, Moment mal. Bots? Ja, Bots. Hat er sich erschrocken. Okay. Ah komm, ich hab keinen Bock auf die Bots hier unten. Lieber hoch. Weil sonst kann ich jetzt wieder alle paar Sekunden Platten stacken. Und von könnt ihr euch merken, lauft einfach über der Dächer. Immer über Dächer laufen. Moin Chris, hey, grüß dich. Lukas, moin. Na und denkt immer dran, Fallschirm, wenn ihr Fallschirm zieht, ihr könnt einfach ins Wasser springen, ne? Also ihr müsst jetzt nicht noch einen Fallschirm ziehen. Sondern ihr könnt einfach rein in die Olga und gib ihm. Okay, ganz viele Platten, weil ist ja Wondel. 20 Platten Minimum, Wondel. Auf jeden Fall. Und jetzt gehe ich mal Richtung Zoo. Denn am Zoo ist es nämlich oft so, dass sich, warum auch immer, komischerweise immer viele, viele Spieler aufhalten. Ist aber nichts los hier. Shop. Alles ist noch zu. Mörserschlag. Noch mehr Platten. Bisschen Geld. Nochmal ein Prezi. Ja, moin. Die Säule, die hält aber einiges aus. Bots, die angefangen kommen. Die waren viel zu gut. Und viel zu langsam. Oh, ich nehme mal einen Truppjagen-Auftrag an. Mal schauen. Unser 1, Achtung, die Gefahrenstufe im Einsatzgebiet ist hoch. Mit Kontakt rechnen. F6, eine PvP-Arena. Meinst du jetzt abgesehen von dem Z, weil dem Z so viel PvP ist oder was? Aber ich finde das aktuell gut, wie es auf dem Set hier so ist. Gerade was PvP und sowas angeht. Finde ich an sich akzeptabel. Schau mal hier rein, ja moin. Okay. Ich habe eine normale Weste dabei. Gehärtete Plattenweste war schon Luxus vorhin. Auf jeden Fall. Ja moin, ja war klar. Jetzt wäre natürlich die Tarnweste ganz gut gewesen. Das Gute ist, die rechnen einfach auch nicht damit, dass ein Solo-Spieler angeflitzt kommt und versucht, ein Team zu pushen.
Die werden sehr wahrscheinlich Market sein. Also seht ihr, die ganze Zeit nur oben bewegen und alles gut, ey. So, hier auch oben drauf. Komm, mach ich mal einen Drohnenturm an. Damit sie wissen, dass ich schon mal komme. Oh, Museum ist auch gerade eine Drohne angesprungen. Ganz wichtig übrigens, immer Map anschauen. Okay, die sind also eher hier hinten als da vorne. Außer die haben eine Tarnweste dabei. Dann ist halt die Frage. Schauen wir erstmal. Vorstellen, dass die. Nee, okay, die sind immer noch hier irgendwo. Hier ist die Tür komischerweise offen. Warum kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch da oben sind? Und ich vermute noch nicht mal, dass es einer ist. Ja, okay. Vielleicht doch, die sind da oben. Ja, moin. Störungsgranate geschmissen. Ach, guck mal, da ist eine Birne. Hey, moinsen, was geht, ey? Machen wir mal da einen Prize hin. Mal gucken, ob er da hinrennt. Manche, die rennen japanisch direkt dann weg. Was habe ich gesagt? Jetzt ist die Frage, Lugano. Bist du alleine oder hast du Freunde? Und ist die Frage, hat der Lugano ein Selfie dabei? Ja sicher, da steht er wieder, Meister, moin. Und ich glaube, der ist alleine. Warum schießt denn da sonst keiner mit? Das Ding ist halt, seine blöde Drohne einfach, die stört mich. Egal, von wo ich jetzt hin drauf gehe. Okay, das sind mehrere. Sie haben sich jetzt gezeigt. Ab ins Wasser. Ab hier hoch, denn die werden mich pushen. Die werden jetzt eine Gegenoffensive starten, sehr wahrscheinlich. Jo. 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 Boah, das war intensiv. Aber gerade so noch davon gekommen. Okay, erstmal platen. Das ist immer kacke. Deswegen, High Ground, wenn ihr High Ground habt, das ist also. Da habt ihr das einfachste Spielen einfach nur. Weil da oben alleine zu pushen, schwierig. Ohne Tarnweste. Mit Tarnweste hätte ich da wahrscheinlich hochgekonnt. Ganz einfach von hinten. Wird ihm gar nicht aufgefallen. Die hätten sich sehr wahrscheinlich vollkommen auf die Drohne fokussiert. Shotguns, die machen mich fertig, ne? Sag ich euch, wie es ist. Jo, Shotgun, 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 Shotgun. Wow. Was auf Bondel hier abgeht, das ist sagenhaft. Keine Muni mehr. Da, zweite Munikiste jetzt schon. Das alles nehme ich mir mit. Alles nachladen. Ja, im Prinzip kann ich das abbrechen. Dein aktiver Auftrag wurde abgebrochen. Und ich guck mal, wie es ist, wenn ich einen neuen Auftrag annehmen würde. Aber, aha, aha, aha. Hauptauftrag hier. Da ist die Frage, ne? Soll ich mal wieder zurückgehen? Wir müssen ja irgendwann noch runterkommen. Irgendwann haben sie keinen Bock mehr. Ich habe nur noch... Wisst ihr noch, wie viel Platten ich gekauft habe? Einfach kein Geld mehr dafür. Einfach keine Platten mehr. 6 Platten nur noch. Von über 20 Platten. Das ist sagenhaft. Ultra 1, die feindliche Bedrohung bei eurer Position ist. Ich hoffe nur nicht, dass sie oben da campen. Weil wenn die da oben campen, dann. Oh, ja. Die haben die Raketenstellung sogar eingenommen.
Tatsache. Da springt einer ab. Ziel markiert. Ist da noch einer? Wir haben das nämlich auch mitbekommen, dass da ein anderes Team ist. Mine. Ach du Scheiße. Positionenwechsel. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass die Klassamine so nah dran ist. Können natürlich Bots sein. Aber die sind, glaube ich, schon rübergelaufen tatsächlich, weil die ballern sich gegenseitig einen Mörserschlag zu. So wie das ausschaut. Das ist das Schöne immer. Wenn zwei sich fighten, können Solo-Spieler einfach mal dazukommen. Und mal ein bisschen ja, von hinten mal aufräumen. Falls ihr Loot braucht natürlich. ISR bestätigt, dass Bullshock einen Waffenkoffer in eurer Nähe transportiert. Position auf Taktikkarte. Einer ist im Wasser. Oh shit, der hat eine Pistole. Okay. Machen wir anders. Also ein bisschen unfair, wenn einer unter Wasser eine Pistole hat. Ich habe original nichts hier. Dass ich weiß, dass hier die Klassamine ist. Feindliche Verstärkung. Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Weg von dem Fahrzeug oder das Ende ist möglich. KI, die verrät einen natürlich immer wieder. Das ist so das, was mich so von etwas aufregt. Markiere feindlichen Kämpfer. Nee. Ich sehe auch nichts. Ich habe auch ein bisschen Bange, dass sie Highground genommen haben. Unterwegs. Wenn ihr zum Beispiel nichts seht, dann könnt ihr auch versuchen zu pingen. Manchmal hat man eben ein bisschen Glück. Nahe deiner Position braucht medizinische Versorgung. Der unter Wasser ist gestorben. Den einen versuche ich mal zu holen. Der lootet ihn wahrscheinlich. Auftauchen, Luft holen. Okay, die sind oben auf der University. Macht für mich also gar keinen Sinn, da wieder zu pushen. Weil ich habe genau das gleiche Spiel wie vorhin auch. Das ist das Blöde daran. Kamen die hinterher? Wir müssen ja von da oben herkommen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er eher sein Teammate holt. Was der eine hier zu looten hat.
Komm, gib mir ein paar Platten. Oh, der hat gesehen, wo ich bin. Macht natürlich keinen Sinn, mit der MP hier zu fighten. Ja, komm. Ein Abschuss bestätigt. Zu viel okay. Davon und gut. Es resultiert in einem Kopfgeld. Ah, wo kam... Oh, der Lozano schon wieder. Den habe ich doch genockt gehabt, Mensch. Ah. Ich dachte, der wäre gefinished. Ich dachte, der wäre gefinished. Leider. Leider, Leute, ey. Ah, und Red Babe, vielen Dank für deine Spende. Danke für deinen Support. Vielen Dank. Schade. Wäre richtig gut gewesen, ey. Moin Lone Wolf, grüß dich. Hallo Rivi. Und alle anderen, die jetzt dazugekommen sind. Bin jetzt gespannt, wie viele Operators am Ende waren. Schade. 4. Es war ein intensiver Fight. Die haben sich immer wieder wiederholt. Das war ja... Ah, schade, ey. Ich hätte das gern gewonnen. Der war auch so gut... Der war Sheepbreak. Der war einfach Sheepbreak, der Typ. Schade. Oh, ja, guck mal. Dann gehe ich nur mit meiner MP rein. Was ist los? Gut zum Sturmgewehr. Oder warte mal. Nee, warte mal. Ich hab gute Sturmgewehre eigentlich auf Lager. Was habe ich denn? Die M13C, die knallt momentan. Gerade auf Bonneville knallt die M13C richtig gut. Da war es auf jeden Fall richtig Spaß zuzuschauen. Mitzuspielen, meine ich. Sorry. Achso, erstmal moin Irrenhaus, moin Redrum, du geile Sau. Hallo Paolo. Oh, Sundra, Nabend. Vifras hatte ich schon, glaube ich, ne? Snapcase, moin. Nighthawk. Und alle anderen auf jeden Fall. Ich müsste ein bisschen weiter hochscrollen. Schade, ey. Das war eine gute Runde. Ja, es wurde, die M13B wurde genervt. Warte mal. Welche Waffe denn noch? Da wurden weitere. Ich habe mir nur die M13B gemerkt, weil es mich auf jeden Fall betrifft. Willkommen in der DMZ. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Ah, viel Spaß, ja. Ich habe schon zweimal. Ja, doppelt der besser. Was soll ich sagen? Achtet auf andere Operator im Gebiet. So, bin ich mal gespannt mit Thermalvisier. Wow. Ja, M13B ist trotzdem geil. Die werde ich auch beibehalten, definitiv. So, dann schauen wir mal. Gupyang-Auftrag direkt hier. Ich schieße auch ein bisschen durcheinander so, ne? Kassel? Ja. Gegenüber sogar. So gut wie. Ich höre sie sogar. Ultra 1, hier Kommando. Das Ziel ist hab ich abgebrochen. Nördlich. Ich habe keinen Bock auf dieses Weggerinne. Achtung, Ultra 1, der Auftrag wurde. Die sind nämlich hier vorne. Die gehen sehr wahrscheinlich rein und ich habe auf meine M13C jetzt. Ein Plattenweste. Die waren hier. Kann sein, dass sie beim Shop sind. Ultra 1, gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Achtung, das Ausschalten von Operators macht euch zum Kopfgeldziel.
Woher wusste er das? Da will ich jetzt mal die Wiederholung gucken. Im Moment, wenn man schon vorher runterschaut und genau auf den Spieler schaut, obwohl da noch gar nichts ist, merkwürdig. Das war merkwürdig. Kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt der... nee, kann ich mir nicht vorstellen. So wie der heruntergeglotzt hat, da hat er zu sehr Auge gemacht. Zu auffällig auf jeden Fall. Versuchen wir das mal mit der TR-76 Geist, die wohl auch momentan richtig krass sein soll. Ich probiere es mal nochmal aus mit der Geist. Ja, die wurde scheinbar nochmal bearbeitet. Ich bin mal gespannt, ob die auch besser ist. Marcel, moin Long. Seitdem ich dich gucke, benutze ich auch auf Wondel nur SZ Holotherm. Ja, Holotherm, wie gesagt, ist ganz gut, ne, wenn man Wondel man wirklich nicht sieht, ne. Ja, die andere Frage, Nighthawk und Redrum, die ich mir stelle, wie kann man so blöd sein und so offensichtlich das machen? Also, ich kann doch nicht schon mal runtergucken. Der hat ja meinen Kopf angestarrt und geht dann nach vorne und schießt dann. Also doch bevor er rüber, also, ne, drauf ist, schießt er schon los. Ist egal. Mein Gott. Wenn es manche Leute nötig haben, dann ist es leider so. Markus, ja, Schrotflinte bin ich überhaupt nicht für deinen Tipp, ne? Spiel Schrotflinte. Schrotflinte bin ich absolut gar kein Fan von. Ich komme, also das hört sich ein bisschen blöd an, aber ich komme, Schrotflinte komme ich nicht zurück. Ich treffe zu Recht, ich treffe damit nichts. Ehrlich jetzt, ich treffe damit nichts. Das ist mir zu, weiß ich nicht. Hey, moin, alte Schippe. Und ich bin ohne Waffe gespawnt. Wie cool ist das denn? Macht ja richtig Spaß wieder. Okay, dann nehme ich die Zipline, weil ich weiß schon, wo die erste KI auf mich wartet. Ja, Scharfschützengewehr, Mann. Junge, dir gebe ich es aber mit der Faust. Nachladen. Oh Junge, da duckt er nicht in diesem Moment. Ah, ich lasse die Waffe mal. Da hinten laufen Spieler. Nee. Aber da sind Spieler. Irgendwo. Moin, Firewire. Wie ich die Beta fand, also über Konsole fand ich scheiße. So im Nachhinein betrachtet, ich muss es unbedingt über PC spielen. Die Beta spiele ich morgen tatsächlich über... Ja, ach so, weitere ganz, ganz wichtige Neuigkeit, Leute. Morgen bringe ich erstmal einen Streaming-Plan raus, wo die Zeiten fest eingeteilt sind bis Ende des Monats, damit ihr dann nicht mal wieder nachfragen müsst, okay, Long, wie ist heute? Streamst du heute? Ja, nein. Streamst du heute auf YouTube? Streamst du auf Twitch? Ich kann euch sagen, morgen 20.30 Uhr Twitch Open Beta über PC. Denn ich muss unbedingt gucken, wie es ist, über PC zu spielen, die Open Beta. Die Beta. Und anschließend, nachdem ich eine Stunde, zwei Stündchen MW3 Beta gespielt habe über PC, ziehe ich so mein Fazit und dann geht es mit dem Z oder vielleicht sogar Battle Royale-Rangliste weiter. Mal schauen. Morgen auf jeden Fall Twitch, nicht vergessen, 20.30 Uhr poste ich auch nochmal auf Instagram für euch. Gut. Die Drohne ist immer noch aktiviert. Die Drohne ist auch da unten. Ja. Ich könnte auch eigentlich nur Aufträge machen und ein bisschen leveln. Boah. Natürlich blöd ohne Waffen rein. Gruppjagen wird damit auch schwierig werden. Das Einzige, was ich mir wirklich nehmen würde, wenn ich einen Trupp jage oder wenn ich einen anderen Spieler jage, ist die Waffe. In der Hoffnung, dass er eine versicherte Waffe mit reingenommen hat und nicht so wie ich jetzt
Waffe verbuggt. In Season 6, muss man dazu nochmal sagen. Und ja, RPK ohne Aufsätze, ohne alles, auch ein bisschen blöd. Ultra 1, die feindliche Bedrohung bei eurer Position ist moderat. Ja, komm, ich nehm Tropian auch Pack an. Ich versuch's. Snowwolf, warum Twitch? Weil auf Twitch gebe ich auch ebenfalls den Leuten die Möglichkeit, mich zu supporten, wenn die Prime-Mitglied sind. Denn dann kann man einen Prime-Sub kostenlos dalassen. Und das ist, finde ich, ganz cool. Und ja, ich muss mich natürlich so ein bisschen, natürlich die Reichweite so ein bisschen erhöhen. Und das mache ich, indem ich auch auf Twitch so ein bisschen unterwegs bin. Und Twitch werde ich auf jeden Fall auch bald regelmäßiger streamen. Zusammen mit YouTube natürlich. Bis dann irgendwann gesagt wird, nee, ist nicht, geht nicht. Machen wir nicht. Noch besser, Cast auf 545. Die, ah, ja, genau, die Cast auf 545, die wurde gebufft. Aufträge für Geld sind auf der Taktikkarte zu finden. Jetzt habe ich einen Druppjagen-Auftrag doch nicht angenommen. Aber egal. Hat er hier fallen lassen. Oh, zwei Plattenweste. Da kommt feindliche Verstärkung. Wie sind die? Guck mal, wo die durchschießen. Das ist auch total übertrieben, ey. Ja, Sub kann man da lassen, tatsächlich. Aber ich würde sagen, das machen wir morgen mit einem Sub um 20.30 Uhr. Denn da gibt es einen schönen Sub-Train, wo ihr alle auf Zug, Sub-Zug springen könnt. Und dann gibt es einen Sub-Marathon. Moin, Benji. Grüße zurück in die USA. Geil. Urlaub, oh, we are. Ja, wo können wir nachladen? Die Bots, die Bots, die Bots auf Bundel. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ja, ich habe auch einen grünen Laser gesehen. War das Bot? Ja, ich geh mal rüber. Vielleicht ist hier auch die KV Broadside oben. Achtung, hohe Feindgefahr im Einsatzgebiet. Schauen wir mal. Bieten, was das für einen Vorteil hat. Ja, da fragst du was, ne? Was hat das für einen Vorteil? Die. Diejenigen fühlen sich mit Cheat auf jeden Fall anderen überlegen. Und ich glaube, nur das ist das, was es ausmacht. Ja, moin. Die Schütze ist nicht eher. Alles Bots unten, ne? Ja. Die machen einen Schock fertig, ne? Da überlegt man eine Klette, ne? Und man kriegt trotzdem nicht alle Bots. Museum wird geschossen. Da hinten irgendwo. Vor. Ja, da. Hier ist ein Feind. Feind ist aktiv. Ist er alleine? Hey, Jedi Lusche, grüß dich. Was machen Sachen? Wo ist er? Ah, okay, ich weiß, wo er ist. Tankstelle? Ich habe ein Fenster gehört. Mal hier drüben geht's aber auch rund. Da sind auch Spieler. Okay, das wird hier langsam zu einem Sandwich. Feindliche Drohne befindet sich im Luftraum. Ja, sag ich doch. Market sogar.
Mit so einer Schrottwaffe braucht man gar nichts machen. Dahin. Er ist hier um die Ecke gerannt. Und da war er weg. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Ne. Ich dachte erstmal, er wäre jetzt hier unten. Ist aber auch nicht. Ah, Alter, 4 oder was? Kann doch nicht sein, dass er auf einmal weg ist. Wo ist er denn hin? V, ne? Ja. Ey, macht guten Damage, ne? Würde ich sagen. Ja, sicher, Bianca Groot ist immer in Bestform. Groot hat ordentlich Baumharz zu sich genommen. Jetzt ist er fit. Aber die Bots, die machen es mir gerade auch wirklich sehr, sehr schwer. Es ist aber eine gute Vorbereitung für Almazra, finde ich. Almazra ist dagegen ja viel deutlich entspannter. Ab ins Wasser. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Ultra 1, Achtung, ein Operator im Gebiet braucht medizinische Versorgung. Da hinten, da gehe ich mal hin. Er wurde aufgenommen direkt. Bin ich mal gespannt. Die Drohne, die ist immer noch aktiv. Kann natürlich mit an der Verbesserung liegen. Ah, komm. Hauen sie. Scheißegal. Okay, Drohne ist jetzt in diesem Moment ausgegangen. Vielleicht haben die auch gar nicht mehr drauf geschaut. Ja, da hinten wird geschossen. Oh, nachladen. Also, so gesehen, mit einer halben Plattenweste gehe ich da jetzt hin. Im Endeffekt mit, ja, man kann sagen, null Schutz. Ich riskiere es. Ja. Ich hätte eigentlich eine Semtex reinschmeißen sollen. Der eine, der hat mich schon also im blöden Moment angeschaut, einfach. Ich hätte vielleicht den rechten erstmal anvisieren sollen und nicht den linken. War mein Fehler. Guck mal, die Lachmann MP ist schon wieder ready. Ich gehe auch nur mit der Lachmann MP rein. Das gibt's doch nicht, ey. Mann. Namens Stefan, grüß dich. Jo. Namt, Pitti, grüß dich. Moin Bauen, Excalibur. Hallo, hallo. Yamaha, hallo, grüß dich. Ich lach mal 556 noch gut. Ich persönlich, also die macht wenig Schaden, aber von der Präzision her ist sie super. Ich finde die, das ist so wie die M13B. Die M13B, die wurde jetzt auch wieder genervt. Die Präzision von der M13B, die ist nicht verändert. Die ist immer noch gut. Die macht vielleicht ein bisschen weniger Schaden, aber... ich würde die Waffe trotzdem weiter nutzen. Also wenn ihr die vorher gespielt hast, auf jeden Fall. Moin Lev, Mahlzeit. Kleines Update bitte. Was passiert dann, wenn DMZ wegfällt? Ja, Jedi, das hatten wir ganz am Anfang vom Stream. Da geht es noch nicht mal darum, dass DMZ komplett wegfällt, sondern was passiert generell halt mit MW2 DMZ, weil das wird so bestehen bleiben. Wenn die Leute anfangen, ja, MW3 zu spielen, dann... ich zum Beispiel gehöre auch dazu. Ich gehe von MW2 weg, gehe zu MW3 rüber. Sprich also Mehrspielermodus, Battle Royale, Zombie-Modus. Und ja, was ist dann mit DMZ MW2? Da bleiben tatsächlich, oder das habe ich so gesagt, bleiben tatsächlich die Leute drinnen oder zurück.
die das Spiel Free-to-Play spielen, also MW2 gar nicht an sich gekauft haben und vielleicht sogar nur mit DMZ angefangen sind und vorher generell Call of Duty gar nicht gespielt haben. Denn wenn jetzt schon einige sagen oder viele sagen, Movement viel zu schnell, das ist zu schnell und das ist nicht so gut, ich bleibe bei DMZ oder bei MW2, dann wird DMZ dann irgendwann so aussehen, dass ja, es einfacher zu spielen sein wird, sehr wahrscheinlich. Das ist so meine Vermutung. Denn wenn die ganzen Spieler, so wie ich zum Beispiel, so ein PvP-Spieler wechselt und DMZ nicht mehr spielt, dann habt ihr auf jeden Fall einen weniger. Ist nicht so, dass ich komplett DMZ nicht mehr spielen werde. Ich werde natürlich erstmal den Fokus auf DMZ-Zombies legen und ja, immer wieder zwischen DMZ und DMZ-Zombies ja, hin und her gehen. Je nachdem, was mir mehr gefällt. Die sind noch da hinten. Ach, Mann. Vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Achtung, wer Operator angreift, riskiert ein Kopfgeld. Es ist die Frage. In der Festung selber war noch keiner. Als wenn die Bots wegen einem Typen so ein paar Laber gemacht haben. 30 darf mal 556 übrigens. Ultra 1, ein Operator nahe deiner Position braucht medizinische Versorgung. Schauen wir mal, wie er doch mal 556 ist. Da kommt ein Boot angefahren. Würde mich nicht wundern, wenn er hier anhält. Oder er kommt hier in der Mitte hier durchgefahren. Das wäre ja richtig genial. Ultra 1, die feindliche Bedrohung bei eurer Position ist moderat. Lukas, klar, also ihr könnt euch alle Klassen von mir nachbauen. Ich werde... aber gut, dass du sagst, Lukas. Genau, das Video, was ich morgen rausbringe, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig wegen PvP. Ich wurde ja gefragt, ne, ob ich irgendwelche Tipps hatte bezüglich PvP in DMZ. Das Video, was morgen rauskommt, das ist auf Wundle optimiert, sag ich mal. Vom Grundgedanken her ist es immer das Gleiche. Aber auf Wundle gibt es hier und da Dinge zu beachten. Und ich werde heute Nacht noch, wenn nicht sogar morgen Vormittag, ja, noch ein paar Waffenbaupläne und sowas raushauen, mit welchen Waffen ich gerne PvP mache. Ja, und das könnt ihr euch dann gerne anschauen, übernehmen. Und ja. Ultra 1, es scheint nicht viele Feinde in der Nähe zu geben. Ultra 1, wir orten das hochrangige Ziel. Bullfrog transportiert einen Waffenkoffer in der Nähe eurer Position. Es liegt an euch, ob ihr eingreifen wollt. Jetzt die Frage. Ultra 1, schließe Aufträge ab, um an Vorratsstationen Ausrüstung und Verbesserungen kaufen zu können. Oben drauf. Der Feind setzt Aufklärung ein. Das die habe ich ja gar nicht gesehen. Angriff nach eigenem Ermessen. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ja.
Operator in der Nähe bittet um medizinische Versorgung. Er ist hier oben. Ich werde mich nicht weiter bewegen. Der kämpft. Der wartet irgendwo auf mich. Jetzt ist die Frage, wer ist geduldiger? Auf jeden Fall mehrere. Feind markiert. Ach Mann. Schade, ey. Der ist gerade in dem falschen Moment. Ich bin im falschen Moment hochgegangen und er ist auch im falschen Moment hochgegangen. Warum hat er nicht mitgelootet? Warum lootet er nicht? Warum? Oh. Ein anderer, da war nur Sheetbreak. Ich war irgendwie schnell down dafür, dass ich eine 3-Platten-Weste hatte. Bin nicht. Kann mir so ein bisschen. Naja, egal. Passt. Okay. Zombie-Modus mit PvP. Ja, mehr feiern. Also ich würde sagen, wir müssten uns erstmal anschauen, wie das Gameplay so generell ist. Ne? Also wie man hat jetzt so große Klappe und sagt, boah, ich hätte gern PvP und na, es wird übelst krass werden. Aber wie gesagt, nach dem Gameplay, da wo 6 Leute oder 5 Leute gedownt wurden in der dritten großen, also in der schweren Zone, weiß ich nicht, ob dann PvP wirklich noch so gut ist. Ne? Warte mal, ich blende mal ganz kurz meine MP ein. Meine M13B sehen wir in 18 Minuten. Ich hole mir in der Zeit meinen Holy. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne Like und Abo da lassen. Gerne supporten. Würde mich sehr, sehr über den Support sehr, sehr freuen. Sehr, sehr freuen. Sehr, sehr, sehr freuen. Also, bis gleich. Meiner Meinung nach sogar das beste Blueprint, bester Bauplan, den man so käuflich erwerben kann aus dem Hipping-Hopping-Bundle. Gute Nacht. Die Waffe, die super präzise, die lacht man, die ist sowieso aktuell ultra OP. Moin, Onkel Schulle. Du wartest erstmal, wie MW3 läuft und dann holst es dir. Ja, ja klar, kann man dann natürlich auch machen. Ne? Also ich persönlich, ich hole immer. Also ich habe immer alle Call of Duty Teile geholt und selbst die Teile, die ich nicht gefeiert habe, habe ich gekauft. Habe die zwar dann auch nur 2 Wochen oder sowas gespielt und dann wieder zum alten Teil zurückgewechselt, aber ich habe sie gekauft. Also ich bin da immer voll hinterher. Moin Herbie, grüß dich. Namen Sven. Oh, ist das geil, ey. Holy, eiskalt. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. So bei normalen Energy Drink, da kriege ich irgendwann einmal so einen komischen Geschmack im Mund und ja, ein schlechtes Gewissen. Und da ich sowieso jetzt fitnessmäßig unterwegs bin, ist das ganz gut. Weil dadurch, dass da kein Zucker drin ist, kann ich das als Sportler trinken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das gerade ist hier Blueberry Coconut. Willkommen in der DMZ. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Rechnet ist nicht jedem so sein Fall, aber mir persönlich schmeckt es richtig. Okay. Ja.
Nee, Schule, dann warte. Dann warte ab. Auf jeden Fall. Damit ich auch abwarten. Wenn du dir unsicher bist und du sowieso, also, ne, sagst, ich bin jetzt nicht so ein COD-Fan, such die wie auch immer, so wie ich jetzt, in diesem Fall. Stirb doch. Dann würde ich auch sagen, lass es dann erstmal. Das Geld kann man sich auf jeden Fall für andere Dinge sparen. Ich bin auch generell gespannt, halt, wie es generell mit der DMZ-Community so weitergehen wird. Namen Kevin. Denn wenn viele sagen, okay, wenn DMZ wegfällt, bin ich auch weg. Dann sage ich euch ganz ehrlich, dann werde ich euch ja schon vermissen. Weil, ich weiß ja nicht, der ein oder andere, der schaut eventuell wegen DMZ zu. Nur wegen DMZ. Und... ja gut, es sind aber auch einige dabei, die halt so zuschauen, weil generell einfach geil ist, ne? Nicht nur wegen dem Z. Es ist einfach geil. Jetzt zu zuschauen. Oh ja, sehr schön. Ach komm Leute, ich mache ein bisschen Piano jetzt. Moin, Schocker Montana, grüß dich. Guck mal, die gehen gar nicht down. Oh, 10 Jahre. So, na, Munibox wollte ich. Bumm. So. Das war's jetzt, oder? Ja, danke, Nighthawk. Schleim, Schleim, Schleim. So. Ich muss gleich mal gucken. Ich mache mir gleich mal eine Liste mit Items, die ich noch benötige. Warte mal, Spielekonsole? Spielekonsole muss ich auch mit rausnehmen. Warte mal, wo habe ich das denn jetzt gesehen? Alzheimer lässt grüßen. Hallo, hallo. Ich bin dein Ohrwurm. Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Warum bin ich so vergesslich? Kann mir das einer sagen? Werde ich alt? Gehe ich auf die 30 zu? Ich gehe auf die 30 zu. Steil. Es geht steil auf die 30 zu. Verdammt nochmal, wo habe ich die Spielekonsole gesehen, Mann? Ich glaube oben, ne? Das Bundle 2400 CP, glaube ich. Lukas. Hey, moin, knietiefen Blut, grüß dich. Danke dir. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo es war. Zocke es auch gerne, aber es ist eben eher so ein Herbst-Winterspiel. Wenn DMZ wegfällt, könnte schon etwas öde werden von dem Monus, auch durch deine Videos. Sehr interessant. Ja, das ist es nämlich, ne? Das ist. Ja, wie gesagt, das ist. Wir schauen mal, was mit DMZ, wie es weitergeht. Aber ich sag euch auch ganz ehrlich, also ich finde ME3, ich feiere ME3 und ich muss es auch unbedingt spielen, um da einfach mithalten zu können. Gerade was so Leveln und sowas angeht. Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, ich möchte immer mit dazugehören, mit dem höchsten oder mit dem Max-Level. Weshalb ich dann immer so am Suchten bin. Jetzt dadurch, dass ich Familie habe, kann ich natürlich nicht so suchten, wie ich das gern würde. Aber damals, da war totale Eskalation angesagt. Jo, da bin ich wieder. Selfie-Pistole. Keine schlechte Idee. Jo. Das brauchte ich. Ah, nehme ich einfach mal alles erstmal ein bisschen mit. Was mich wundert, dass es hier so ruhig ist. Es ist wirklich sehr ruhig. Moin Ron, grüß dich. Niedlich 30. Ja, ja, ich habe das ja auch mit Absicht gesagt. Weil ich kenne die Reaktion darauf. Ah, nur irgendwas. Gar nichts. Gehen wir mal die Treppen hoch.
Ja, wir hatten, ich habe ja im vorletzten Stream eine Umfrage gestartet, wo so der Altersdurchschnitt liegt. Und ich glaube, gewonnen hat am Ende 31 bis 40. Danach kam, glaube ich, 18 bis 30. Danach 41 bis 50 und 51 plus in der Reihenfolge. War schon interessant. Also ist schon interessant. Namen Timo. Krampfi, ja, was ist denn? Wie sieht's aus? Hast du einen Trupp zusammen mit Elite? Du, ich habe jetzt gerade nur Ruby gehabt. Ich glaube, der Abnormal. Ich Abnormal. Wäre auch noch dabei. Schocker. Die Geschichte, die erzähle ich so gerne, warum ich jetzt erst streame und warum ich damit nicht ja, eher angefangen bin. Wir müssten zurück in meine Kindheit gehen. Und man muss wissen, dass ich eine polnische Mutti habe. Und meine polnische Mutti, die hat das nie so verstanden, warum ich zocke. Und ich habe schon, als ich 16 war, habe ich mit YouTube angefangen. Natürlich ohne Cam und sowas. Aber ich hatte da meine 2000 Abonnenten schon gehabt. Und ich wusste auch, dass das halt, ja, irgendwann mal was wird. Nur meine Mutter hat es halt nicht gesehen. Die wollte, dass ich eine richtige Ausbildung mache, Schule mache etc. pp. Hat mich also nicht machen lassen. Und dadurch, dass ich mich quergestellt habe als Jugendlicher, wurde mir dann immer Strom abgestellt oder Internet aus. Und irgendwann konnte ich es dann komplett knicken. Weil dann ist das eingesunken, beziehungsweise ich bin einfach als Kind in diesem Fall eingeknickt. Was man halt so als Kind, Jugendlicher dann macht. Man gibt nach. Man denkt nicht, man hat noch nicht so wirklich seinen eigenen Kopf. Und ja, jetzt vor kurzem habe ich, also was heißt vor kurzem, ne? Februar ist mein Sohn geboren und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt ist die Zeit da. Oh, wow, oh, wie. Benjamin, Benjamin, willkommen bei der, beim LB-Clan. Danke für deine Mitgliedschaft, vielen, vielen Dank für deinen Support. Ja, und jetzt vor kurzem habe ich dann mit meiner Frau halt drüber gesprochen, ne? Dass ich gesagt habe, so ein, damals lief das, ich würde das gerne wieder machen. Das macht mir Spaß. Ich habe Bock auf Community, ich habe Bock, mich mit Leuten auszutauschen, zu unterhalten und. Und ja, deswegen bin ich dann so spät wieder angefangen. Und weil ich dann beruflich eben keine Zeit hatte, weil ich sollte ja das machen, was meine Mutter wollte. Das habe ich gemacht. Im Endeffekt etwas, was ich nicht machen wollte, was ich jetzt auch nicht mehr rückgängig mache. Ich bereue es insgesamt nicht, dass ich diesen Weg gegangen bin. Denn ich konnte dadurch viel, viel Erfahrung sammeln, einfach in verschiedenen Bereichen. Ich konnte mich weiterentwickeln, meine Persönlichkeit auch, selbstbewusster. Ja, und deswegen bin ich jetzt erst angefangen. Lange Story, ich weiß. Ultra 1, hier Kommando. ISR bestätigt, dass sich der Kriegsherr Al-Na'a, Codename Pyromane, in deiner Nähe, ja, befindet. Ja, wobei Exploring, man muss sagen, wenn man in, bei einem Kind Potenzial sieht oder vielleicht Talent sieht, dann sollte das irgendwie gefördert werden. Das finde ich in Deutschland zum Beispiel ganz, ganz schwach. In den USA, guckt euch mal die Leute an, die gut Fußball spielen können. Die werden gefördert. So, die Leute, die hier gut spielen können, in der Schule beispielsweise Fußball oder was weiß ich was, die werden auf ihre Noten reduziert, auf das, was sie schreiben. Beispielsweise, du schreibst, du bist in Mathe nicht der Hit, schreibst in Mathe eine 4 oder hast eine 405 auf dem Zeugnis und darauf wirst du reduziert. Dir wird nicht gesagt, ey krass, du kannst richtig gut Fußball spielen, das sollten wir vielleicht fördern. Nee, du hast eine 4 oder eine 5 in Mathe, dein Durchschnitt ist im Arsch und kannst zusehen, wo du dich dann bewirbst. Mein Forschungsgespräch leider genau das gleiche. Und das verstehe ich persönlich nicht. Ultra 1, das Ablegen von Geld in einem toten Briefkasten beschleunigt die Waffenerholung. Gesteigerte Aktivität im Briefkasten, halte die Augen offen. Nichts los hier, ne? Ja, ich kann ja ganz in, ist das Movement endlich wieder schneller geworden? Ja, aber sowas von. Aber sowas von. Ich bin, also morgen Twitch, 20.30 Uhr. Ich kann es nur noch mal sagen. Schaut vorbei, da spiele ich als erstes die MW3 Beta auf PC. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, es ist besser als über Konsole.
Guten Abend, Sascharino. Ich nehme mal einen Truppjagen-Auftrag an. Oben. Oder hier? Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Platten. Ja, nehme ich mit. Ja, ja, komm. Geh erstmal hoch. Wirklich ganz oben. Hier oben bleiben können. Nee, gar nicht wahr. Warte mal. Jagdauftrag hier. Muss ich tatsächlich anpingen? Da war ich zu blind. Ah, hier in den Mittelgang, Mensch. Ultra 1, hier kommen. Die Informationen bestätigen, dass ein feindliches Team wertvolle Beute erlangt hat. Natürlich da, wo die Drohne an ist. Wo denn sonst? Auf der Taktikkarte markiert. Heavy, gleich gibt's Westen. Hoffe ich. Hoffe ich mal. Ultra 1 hier Kommando. Das Ziel ist einen halben Kilometer südlich. Jo. Geh ich jetzt mal in die Projekte. Vielleicht ist da zumindest ein großer Rucksack oder sowas, ne? Nach BO4 hast du aufgehört. Ja. Ich hab bei. Ich habe auch eine Zeit lang aufgehört und dann bin ich tatsächlich mit Wengert wieder angefangen. Schießt er auf mich jetzt? Mann, ist dein Ernst, oder? Kasse mit, die werden eh drüben sein, die werden nicht hier oben sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn schön bei ihrer Drohne gammeln. Ja, natürlich, Raketenstellung war nur eingenommen. Ah, gut für mich halt. Ah ne, okay, der Kommandant ist wieder zurück. Hey, der ist immer noch hier. Gibt es nicht. Alle wissen sofort, wo ich bin. Ich habe dem Kommandanten gar nichts getan, Mann. Gucken, ob ich hier eine Bombe drunter hin. Mal schauen, wo die sind. Ich finde das so blöd, dass die Bombendrohne so langsam ist. Ach man, ey. Da ist. Ich muss im richtigen Moment abspringen. Unterwegs. Hier ist dein Feind. Mal gucken. Ja, ja, natürlich. Also man sollte schreiben, rechnen und sowas können. Natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Nur, mal ganz ehrlich, was wurde mir in der Schule beigebracht? Mir wurden irgendwelche Parallelogramme, Kurvenrechnungen oder was weiß ich was beigebracht, was ich heute gar nicht in meinem Job absolut nicht brauche. Ja? Das ist einfach, ja, Fakt. Das sind Dinge, die ich einfach gar nicht brauche, aber trotzdem beigebracht bekomme. Wie wäre es denn zum Beispiel Steuern? Wie mache ich eine Steuererklärung? Was muss ich berücksichtigen? Mir hat keiner gesagt, ich sollte am besten mal eine Lohnsteuerbescheide und sowas alles zur Seite packen. Keiner gemacht, das muss man sich alles selber beibringen. Ne? Und so eine Kacke und dann kriegst du irgendwann Post und dann kriegst du Anschiss. Für etwas, wofür du eigentlich gar nicht so kannst. So. Ne, das gleiche habe ich jetzt auch. Ich musste mit YouTube, ne, ist man dann selbstständig.
Und da weißt du erstmal gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ja, und dann freust du dich so, weil du wirst hier von der Community supported, ja, damit du einen Schritt gehen kannst, den ja der eine oder andere sich nicht traut, nämlich ja zu sagen, ich gehe entweder erstmal in Teilzeit oder ich kündige und mache das jetzt hier Vollzeit, kann ich gar nicht machen, weil das Finanzamt dann kommt und sagt, hey, Kohle, gib mal Kohle her. Ja, und dann setzt du dich erstmal hin und denkst dir so, oh, ja, cool. Also ist das erstmal doch nichts mit ne? Teilzeit und sowas oder beziehungsweise kündigen, ist nicht. Ja, und da muss man halt gefasst sein und das sagt einem keiner. Und das, finde ich, sollte in der Schule beigebracht werden, sowas. Das Problem ist halt, wenn in der Schule sowas beigebracht wird, mit Steuern oder was weiß ich was, dann müsste der Staat viel zu viel Geld zurückzahlen. Das ist so meine Theorie. Und das schadet natürlich dem Staat, wenn plötzlich jeder auf die Idee kommt, ich mache mal eine Steuererklärung, weil ich könnte ja Geld zurückbekommen. Ui, wie viele Milliarden Euro der Staat eigentlich einbehält, weil so viele Menschen keine Steuererklärung machen, das ist auch sagenhaft. Moin Thilo, was hältst du von der EBR 14? Die habe ich gespielt auf Shipment, nur um die auf Max Level zu bekommen. Ich fand es eigentlich ganz okay. So Einschusswaffe, ne? Ja. Hier. Ja, Nighthawk fürs Finanzamt. Gebe ich sofort durch. Schreibe ich in Rechnung von Nighthawk Gaming an das Finanzamt. Sauber. Deswegen verstehe ich das auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Man macht sich irgendwie so selbstständig hier und man kriegt direkt einen fetten Arschtritt einfach. Das ist. Hätte ich niemals gedacht so, ne? Deswegen bin ich auch immer so froh, wenn ihr, ne, supportet durch Mitgliedschaften oder was weiß ich wie. Finde ich richtig geil, weil ja, das macht es dann halt alles ja machbarer, ne? Vor allem, wie gesagt, diese Projekte, die ich einfach vorhabe, weil dafür muss ich dann teilweise nach Hamburg fahren und ja, es wird auf jeden Fall noch interessant werden. Also ich glaube, nächstes Jahr wird schon geil werden, wird schon was anderes werden auf jeden Fall. Willkommen, okay. In Al-Masra. Al-Masra. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für Zugang zur neuen Mission. Feindbedrohung ist hoch. Rechnet mit Kontakt. Fällt euch eigentlich auf, dass die Farbe so ein bisschen im Spiel anders ist? Fällt das auf? Dass das so ein bisschen bläulicher ist als sonst? Moin, Freepacker. Ja, Schocker, ich bleib definitiv dran. Definitiv. Alles. Also, ich habe so viele Sachen im Kopf. Ich würde das gerne alles umsetzen, aber es geht einfach momentan noch nicht. Ich muss noch physisch stillhalten. Ich denke noch viel zu groß, was nicht schlecht ist, aber ja. Ja, Timo, das stimmt. Momentan sowieso, ne? Also, viele Firmen, die wollen ja auch das Land verlassen. Aber, ja. Geht halt so nicht, ne? Ich glaube, da gibt es jetzt ein Gesetz, dass sie eben nicht das Land irgendwie verlassen können oder sowas. Ja, alles wirsch, was momentan hier abläuft. Aber da spricht man wieder über Politik und über Politik sollte man einfach nicht sprechen. Guck, guck, du kleine Schlampe. Ey, Krampfi, vielen Dank für deinen Support. Danke. Danke dir für die kleine Spende. Ja, kleines Zeug macht viel aus. Ich sag's euch. Ich lasse mich nicht mit der Semtex killen. Garantiert nicht. Die Bobs, die einfach nur auf dem Schiff 10 Jahre chillen, während ich da schon 5 Minuten durch die Pampa gelaufen bin. Und die warten immer noch da oben. Übrigens, M13B-Bild, das ich schon seit Season 4 gefühlt habe, sieht so aus. Aber dazu werde ich definitiv noch ein Video machen. Muss ich zum Video machen. Das Video, was morgen rauskommt, das hängt dann ja mit den Waffenbauplänen so etwas zusammen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. So sieht das aus. Jo, let's go. Gehen wir nochmal rein. 1,5 Millionen Strafsteuern. Ja, kannst mal sehen, ey. Ja, schon heftig, ne? Ja, Krampfi, deswegen bin ich auch dankbar. Ne? Dafür bin ich auch dankbar. Also, weil es ist, keine Ahnung, ne? Wenn einer
bei größeren Streamern, wenn einer, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas spendet oder 5 Euro, ja, der große Streamer, der eine oder andere denkt sich so, ja gut, ja, dann nee, Alter, davon hole ich mir einen Döner, toll, ne? Aber jemand, der gerade am Anfang ist, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwann so werde, also ich hoffe nicht, dass ich so werde, dass ich das Geld immer noch zu schätzen weiß. Denn das, was ich hier schon so alles durchmachen musste in meinem Leben, da weiß ich das definitiv zu schätzen und das werde ich auch später zu schätzen wissen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier so dranbleibe einfach, warum ich daran so hänge. Weil ich einfach schon so viel gemacht habe, so viel durchmachen musste. Und ja. Ja. Aber wir zocken DMZ. Al-Masra. Mal schauen. Genau, so ist es, Ron. Morgen 20.30 Uhr, Ron, bin ich auf Twitch unterwegs, nicht auf YouTube. Ich muss doch gucken, wie das mit beiden Plattformen so läuft, damit ich beides zeitgleich machen kann. Willkommen in Al-Masra. Holy, Probepackung verlosen? Nighthawk, ja, theoretisch. Könnte ich das machen, ja. Ja, Schulle, so ist es. Anne Schulz, ob ich heute nochmal Rank mache. Ich müsste tatsächlich schauen, ob meine zwei Primates da sind. Und dann könnt ihr jetzt das machen. Sascharino, ich habe zwei Kinder. Einmal 3 Jahre alt und einmal 9 Monate. Guten Abend, Lian. Grüß dich. Hey, wer ist da? Wer stört Rank. Mich? Rank. Ja, hat er Rank gehört. Ja, aber trotzdem fehlt nur einer. Das geht sowieso nicht. Nee, alles gut. Alles gut. Also, Rank wäre theoretisch drin. Also, ich will auch mit Fizi alleine spielen, tatsächlich. Aber ich weiß gar nicht, ist der Ruby noch da? Ruby, bist du noch da? Also, finde ich blöd, wenn ich sage, yo, nachher können wir auf jeden Fall zocken. Und dann spiele ich auf einem Rank oder sowas. Dann will ich gerne mit Ruby, wenn er noch zocken. Zug. Yo, Rupi, ja, ich bin bereit. Ich exfiltriere gleich und dann geht's los. Ultra 1, Achtung, hohe Feindgefahr im Einsatzgebiet. Der Zug kommt erst da hinten. Ja, ist die schönste Zeit auf jeden Fall. Aber ist anstrengend momentan. Also meine Tochter, die ist momentan so ein bisschen auf Krawall aus und der Junge, der ist halt seine Geburt gefühlt nur am Schreien halt, ne? Wo ich habe gehofft, dass der Junge, also meine Tochter, die war, als sie so klein war, die war komplett ruhig. Die hat keinen Mucks von sich gegeben. Mit der, die konntest du einfach hinsetzen, Pulle geben, fertig aus Ende und er, boah, ey, dreht völlig am Rad. War gar nicht gelootet. Schön für mich. Nicht das gleiche irgendwer noch kommt. Dass hier keiner mehr drauf geht. Da sieht man, dass die Leute einfach zu viel Loot haben. Ah, nehme ich einfach mal mit. Was man hat, das hat man. So. Boah. Okay, jetzt sollte es mit Minikisten reichen. Okay, alles leer gelootet. Nichts Besonderes hier leider. Ja, die Zeit geht schnell vorbei, aber irgendwie wünscht man sich, wenn man in dieser Zeit noch hängt, dass das doch ein bisschen schneller geht. Aber irgendwie auch nicht halt, ne? Man weiß es.
Ja, Kampf, wir sind jetzt aktuell noch zu zweit, aber wie gesagt, der sicher abnormal, der hatte auch geschrieben. Aber der ist jetzt gerade nicht da. Ja, ja, Timo, genau. Das war irgendwie so das böse Erwachen dann. Jetzt gucken wir mal, warte mal. Ah, komm, ich mache einen Auftrag. Wenn du Aufträge abschließt, erhältst du Geld für Ausrüstung und Verbesserungen. Unsere Eins erscheint nicht viele Feinde in der Nähe. Na komm, machen wir safe. Rainer, guten Abend, Kevin, grüß dich. Red Babe, ja. 27 ist die große. Ja, krass. So alt wie ich. Ey, plötzlich schießt man sie von außen rein. Habe ich noch Doppel-EP drin? Jawoll. Das knallt nämlich. Die 50, die muss nämlich kommen. Ey, sehe ich noch nicht mal jetzt. Jetzt fängt's ja an hier, Timo. Das wollte ich eigentlich auch sagen. Markiere ich mir an, oben auf dem Berg. Okay, für mich gab's nur Geld. Liefere Geld an einen Briefkasten, um die Waffenerholung zu beschleunigen. So. Dann gehe ich mal da oben hin. Gucken, was da abgeht. Nicht zu verlieren. Doch, mein M13B. Aber auch das ist kein Thema. Da. Sichtkontakt zum Feind. Einer. Nummer 1, Abschuss bestätigt. Voll ins Gesicht. Vier davon und es resultiert in einem Kopfgeld. Da ist der andere. Feind markiert. Warum? Da muss ich mir mal erklären, wie der schon wieder wusste, exakt wo ich bin. Da muss er ja wirklich ganz kurz meine Birne gesehen haben, aber wirklich ganz kurz. Da hat er aber Adleraugen gehabt, muss man ja sagen. Aber ja gut. Namens Ramrich. Rich, sorry. Ramrich. Ja, ja. Ich merke schon, das wird hier irgendwann zu so einer Flirt-Arena hier oder sowas. Hört mir auf. So, dann laden wir mal eben den Rupi ein. Und. Nächste Einladung geht raus. Ja. Ja, Leute, und wie gesagt, wenn sich derjenige heute nicht mehr meldet bei mir, dann muss ich leider. Ich kann das Paket nicht verschicken, wenn ich keine Postleitzahl habe. Beziehungsweise gar keinen Ort. Ich habe die Adresse eingegeben und ja, was soll ich sagen? Naja. Am Sonntag werde ich dann noch ein T-Shirt, also werde ich ein T-Shirt, Tasse nochmal verlosen. Wer Bock hat, Sonntag auf jeden Fall, warte mal, heute ist Mittwoch, ne? Ja, Sonntag. Sonntag auf jeden Fall einschalten.
Da wird dann wieder ein T-Shirt rausgehauen. Rupi ist drinne und Krampfi, du willst auch mitmachen, habe ich gehört. Ich habe dich eingeladen. Da ist er schon. So, warte mal, Discord. Na, Wendt, hört ihr mich? Aha! Oh, moin, ja, wir sind im Discord. Moin, Long. Ja, alles klar, ich komme rüber. Jo. Ah, ich habe meine Lach- und MP wieder. Ich nehme mal die FR Wendler mit. Schauen. Weil nehme ich noch eine Waffe aus dem Schmuggellager mit. Wie habe ich dann noch? 10 nur noch. Nee, ich warte. Ich lasse es einfach. Mensch. Jo. Aber schnell ich mir wieder rausschüttel wie so ein bunter Hund. Mit meinem Clan-Tag. Live. Vor allem schön in einem Sandwich zwischen zweimal LB. Ja, deswegen. Ja, weil. Mensch. Ja, Sascha Reno, ich verkupple hier gar keinen. Ne? Warte mal. Übrigens, mein Titel, weil Übrigens, wenn ich trainieren gehe, mein Titel von dem Vlog, das wird ja so ein Videotagebuch, sag ich mal, mit dem Training über Instagram und über YouTube, wird dann von Long zu Strong heißen. Meine Muss Gott, ich sagen, ich feiere es selber. Von Long zu Strong. So, Moment. Jo. So, jetzt bin ich da. Perfekt. Hört sich gut an. Perfekt. Kann ich starten? Ja, sehr. Ich habe gerade ein bisschen gesponnen. Ich gehe ja mal übers Handy dann auf die PlayStation. Das hat gerade ein bisschen gesponnen. Deswegen hat es jetzt ein Momentchen länger gedauert. Okay. Alles gut. Was fehlen dir denn so noch an Waffenteile von der aus Koscha? Weißt du das so aus dem Kopf? Nee, weiß ich nicht. Wollt ihr jetzt in Koscha gehen? Ich war gerade. Nee, eigentlich nee, nicht. Nee. Weil sie sich selber weggepackt dafür, deswegen. Nee, alles okay. Weil das nur vorhin war oder am Anfang vom Stream auch kurz Thema war. Weil von mir aus können wir theoretisch auch in Koscha gehen, dann nehme ich halt statt das Sniper eine Bryson mit, also. Deswegen. Ach was, alles gut. Alles okay. Rubi, übrigens, ich habe deinen Horrorstream mir angeschaut. Aber man hat aber gemerkt, dass du gewisse Szenen schon kanntest oder noch kanntest. Ja. Leider. Ich habe mich so gefreut, dann auch manche Jumpscares, dass da eine andere Reaktion kommt, aber es war mir dann noch nicht too much. da hättest du heute mal reingucken müssen, ab und zu mal. Heute waren ein paar Sachen dabei, wo ich in Chat geschrieben bekommen habe, was war das für ein Schrei? Heute kamen noch ein paar andere Sachen dran. Ja, ich habe es früher mal gezockt, einmal, aber schon Ewigkeiten her. Mhm. Deswegen, so ein bisschen kannte ich noch und wusste ich noch. Aber heute war so nochmal so eine Zeit, heute waren nochmal echt Leute dabei, wo ich gar keinen Plan mehr von hatte, was da so abging. Und das hat mir echt. Ja, ich war heute leider den ganzen Tag beschäftigt, deswegen hatte ich keine Zeit zu. Ich schaue mir das meistens dann im Nachhinein nochmal an. Ja, das Ende war heute aber auch ein bisschen schade, weil ich bin rübergesprungen, bin dann festgebackt und dann hat mein kompletter PC gesponnen. Ja, und dann auch wieder sehen. Sehr ein unschönes Ende und durchgekommen bin ich heute auch noch nicht durch Outlast, aber das heißt, eine dritte Gelegenheit gibt es auf jeden Fall nochmal. Ja. Hä, hey, Red Babe, was? 33 ist zu jung? Say what? Weiß nicht, okay, du warst doch letztens beim Erik, beim Zig Zerik mit im Stream, kann das sein? Ja, ich bin öfters mal auch dort irgendwie mit drin, vor allem als ab und zu mal mit ihm zusammen gezockt, wenn man sich mal zufällig auf der Karte getroffen hat oder so. Ja, nee, weil ich hatte von dir nämlich für einen Monat eine Mitgliedschaft geschenkt gekriegt, da kann ich mich dann jetzt nämlich mal auch persönlich bedanken. Na dann, bitte sehr. Ich hätte jetzt einmal Tank, falls man den braucht, für den Schwenheli. Auf Deutsch von Latte zu Kante. Hä, aber warum von Latte zu Kante? Ach, von Latte zu Kante.
Ja, okay. Ja, kann man machen. Warte mal, hier hinten war noch irgendwo eine Zweierweste für euch. Operator bei uns, Operator. Ja, da. Jo, habt ihr was bekommen? Unterwegs. Ja, wir können auch drauf gehen, aber. Was ist das hier vorne? Long ist runter, dann gehen wir mal. Das Ausschalten von Operator. Der Long geschafft ist wieder allein. Ja, von rechts wird auch irgendwo noch geschossen, habe ich Schüsse gehört. Ultra 1, lege Geld in einem toten Briefkasten ab, um die Waffenerholung zu beschleunigen. Ja, also. Ne? ich habe schon mal ein bisschen was gemacht. Herrlich. Ja, guck. So einfach ist das. Orbi. Bombendrohne liegt hier, glaube ich, auch noch irgendwo rum. Hier, warte mal. Zack. Bombendrohne entdeckt. Ja, ich habe noch einen Schlüssel für die US-Botschaft. Ja. Also, ich dachte immer, dass Frauen eher so auf jüngere Männer stehen und nicht auf ältere, also alte Männer. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Dann, als Mann sagt man ja, auf alten Pferden lernt man reiten. Ne? Operator, glaube ich, der. Ja. Oder ist das ein Bot? Oh, wir gucken mal. Ultra 1, nur wenig feindliche Bedrohungen im. Deswegen ist meine Frau auch 4 Jahre älter als ich. Und bei dir ist da hinten sind Operator. Ja. Der geht einen Turm hoch. Jo, der ist da oben. Und meine ist hier genau 4 Jahre jung. Achtung, wer Operator angreift, ja, auf jeden Fall noch mehr Operator. Ja, die sind noch hin am Airport. In der Nähe bittet um medizinische Versorgung. Erfahrene Männer heißt das. Ja, Voice Chat. Jo, hab Operator reingekommen. Long, guck mal ein bisschen weiter hinter dir. Es könnte sein, dass sie hinter dir irgendwo sind. Genau da. Ich bin ja oben drauf, ne? Mhm. Soll ich mal Drohne anschmeißen? Ja, mach mal. Gute Idee. Ja, moin. Ist der selber gestorben da oben? Oh yeah, nee, nee. Wenn du Aufträge erfüllst, erhältst nein, da ist ja gar. Also. Oh, hier, ich habe einen Sniper hier neben mir, genau vor mir. Ja, habe ich gesehen. Scharfschütze, die Köpfe runter. Ultra 1, ein Truppenmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Ja, okay. Yep, ist Knock. Der ist Knock. Ich komm. Ach, du bist da oben. Ja, ich wollte. Das Ausschalten von Operators führt zu einem Kopfgeld. Auf meine nach eigenem Ermessen. Finish. Das sind, ist ein anderes Team. Ich mach die Drohne gerade an. Verstanden. Ultra 1 hier Kommando. Drohne hat Position erreicht. Ja, auf den Dingensturm. Ja. Auf dem Tower? Ja, ja. Ich versuche Rupi wieder zu holen. Du hast Abschussfreigabe. Lass uns davon Gebrauch machen, okay? Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Kalibrierung der Waffe. Suche nach Ziel. Ja. Der wird wahrscheinlich hinten abspringen. Ja, dann kommt er in unsere Drohne rein, wenn er keine. Ja. Und drauf sehe ich nichts mehr. Moin, Low, grüß dich. Warum benutzt eigentlich niemand andere Munition? Doch, die bringt schon was. Hier ist ein bisschen was los aus Richtung Altschirin-Kontrolle. Der Treibstoff kann für den Helikopter genutzt werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die KI. Oh, schon wieder zurück.
Okay. There's a bloke on me now and he's just got sniped from behind as well. So there must be another team somewhere. Aber der ist 200 Meter entfernt. Ich habe hier direkt bei mir in der Nähe hier Warnung. Ja, ja, das sind zwei verschiedene Teams. Ich denke, das ist still the bloke on top of the thingy tower as well. Auf dem Turm sehe ich erstmal gerade keinen mehr. Hey, da ist doch noch irgendwo wer. Yeah, there's a Groot on my body sniping the tower. There's definitely two. Yeah. Wo ist denn der andere? Wo sind die denn alle? Du meine Güte, jetzt müssen sie ihr Oberstückchen Ja, ich mach jetzt gleich. Bestätigt den Abschuss, um das Kopfgeld zu kassieren. Ich hab noch ein tragbares Radar zur Not. Ja, warte. Aufklärungsüberflug an. Bestätigt. Ich komm mal rüber zu euch. Unterwegs. Stelle eine Erhöhung deiner Geschwindigkeit fest. Einer immer noch auf dem Turm. Ansonsten. Jagdauftrag hier! Vielleicht wissen wir einen besseren Weg für den Menschen. Das ist unser Glück. Einer steht, ja genau, einer steht da hinten. Und einer auf dem Turm, genau. Ach, Junge! Ja, komm hier. Ach, Alter, das ist so elendig mit dem Botsmann. Ja, die Botzen klonen hat hier. Du bist einen weiter unten, Long, sehe ich gerade. Ganz oben. Ganz oben, okay. Ich versuche den Typen da hinten irgendwie zu holen. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Jetzt habe ich natürlich keine Maske. Nehme ich mal die bessere Munition. Jo, perfekt. Muss ich einmal rumschwimmen. Da immer noch? Siehst du ihn? Ja, ich guck gerade. Der scheint gerade zu tauchen. Es geht hier. Wie weit muss ich denn noch schwimmen? Ist fast da. Du musst ein bisschen weiter rechts rüber. Ein hochrangiges Ziel des Las Almas-Kartells erledigt, bekannt als Romero. Bestätigt seine Identität, dann gibt es eine Auszahlung. Der scheint an sich wegzutauchen. Ja. Ist auf jeden Fall nicht mehr hier. Nee. Kann sein, dass er Richtung Kontrollturm auch ist. Weil sein Mate ist auch da oben drauf. Das ist der. Sein Mate liegt ganz oben drauf. Ja. Und der Deutsche, das ist der, der weggesniped wurde. Ich sehe da nämlich gerade gar keinen. Hier ist auch keiner mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe auch noch mal eine Idee bekommen. Also ja, ich habe auch. Kalibrierung der Waffe. Suche nach Ziel. Da kommt gerade ein LTV angefahren. Ja, das kann der aber nicht sein. Nee, das ist der auch nicht, aber. Das können vielleicht die Freunde von dem, den wir Waffen geholt haben. Das kann der. Yo, gute Nacht, Exploring, bis dahin. Ich tippe mal eher, dass der wirklich ganz außen rum geschwommen ist. Ja. Ja. Dann muss er ja theoretisch da irgendwo sein. Normal, ja. Auf dem Turm oben sehe ich gerade keinen drauf, auf dem kleineren dort. Weil die Leichen, die liegen da ja auch noch. Und er hat es nicht ohne Grund um Hilfe gebeten, weil er einfach nur gucken will, was um sich drumherum so passiert. Ist das unter mir drinne? Warte mal, hier hinten, Operator bei mir oben, warte mal. Ja. Ja, ich komm.
Ja, auf dem Motorrad. Ja, ja, und einer ist hinten noch auf dem Dach. Und einer ist da, wo der Kollege um Hilfe gebeten hat, da hinten. Okay. Keep break. Ich erkenne, dass die gegnerische Panzerung zerstört ist. Ich glaube, das ist der LTV. Das ist der LTV, der gerade ankommt. Ja, 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 ich sehe ihn. Noch ein LTV? Ja. Einer hat abgesprungen. Sichtkontakt zu einem Feind. Einer habe ich hier. Ja, pass auf, da ist noch einer unten. Hier. Hier, hier. Der ist so gut wie tot. Ach, ich habe keine Munition mehr. Kacke, der liegt hier bei meiner Leiche direkt. Achtung, das Ausschalten von Operators macht euch zum Kopfgeldziel. Ach, meine Waffe war nicht nachgeladen. Oben sind noch zwei, einer bei mir. Brauche Kleinkaliber-Munition. Ich höre ihn. Im Container. Feindliche Drohne über uns. Ach, Digga. Ja. Ach, ja, und das ist das, was ich die ganze Zeit hasse und sage. Diese Kack um Hilfe bitten für einen Typen. Wer nimmt denn einen Typen auf? Oder wer schreit denn um Hilfe? Wer geht's, also Solospieler ja, aber die meisten Leute gehen tatsächlich als Duo oder Trio rein. Das ist einfach Fakt. Ja. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum es immer noch ein Vierer-Platoon gibt. Das ist total über. Da kann jeder auf der Map, der gerade vorbeifährt, sehen, da ist gerade Action und da fahre ich jetzt hin und mach mit. Und dann kannst du dir schön die Sahne von oben wegnehmen. So. Jo, danke dir, Exploring. Und ich habe gerade den Anfängerfehler gemacht, dass die Waffe nicht nachgeladen war. Ja, kennt man. Ja, Low, ich habe gelootet, weil ich gehofft habe, dass ich da irgendwie eine Drohne oder sowas finde. Deswegen habe ich eigentlich, da darf man währenddessen nicht looten. Sollte man nicht machen, aber ich habe gehofft, dass ich da eine Drohne oder sowas habe, damit ich weiß, wo die sind. Dann kann das gut. Der dich jetzt geholt hat, weil hinten der oben auf dem Dach war, der um Hilfe gerufen hatte, da hat er ja gesagt, da ist, habe ich nämlich noch einen rumhüpfen sehen. Deswegen bin ich auch runtergesprungen. Ja, es war wahrscheinlich sein Mate dann. Ja. Na, jetzt hat mich ein Deutscher geholt. Das waren die zwei Deutschen, der vom Kontrollturm. Ach, der so, wird seinen anderen Mate geholt haben. Jo, gute Nacht, Red Babe. So, Level wird geladen. Was für ein Kuss? Der Kuss ging an dich. Ach so. Oh Mann. Ich glaube, der Kuss ging eher an mich. Ich habe ja noch Chips hier. Geil. Ja, der Mann los. Oh, Chips, ey, wenn ich da einmal mit anfange, kann ich auch nicht auf. Dann muss die Tüte auch leer. Willkommen in Al-Masra. So. Ja, gehen wir gleich mal erstmal hier rein, würde ich sagen, oder? Ja, können wir machen. Ja, zumindest sind da meistens in den Spinden immer Zweierwessen oder so erstmal irgendwas drin. Exploring! Nochmal, danke für dein Abo.
Okay, hier war original nichts. Oh ja, das ist gut. Mikrofon ist noch nicht mal an. Wie sind denn hier so eine Feuerwehr, Ruby? Ich hab schon eine. Ah, okay. Aber, ja, dann komm ich. Ich hol mir die Zweierweste. Hier nimmt man. Nope. Hat jeder mit einem Rucksack jetzt? Nee. Ja, ich gibt's noch einen? Ich hab den da oben. Hab hier Beute gefunden. Perfekt. Ja dann. Oh, da hinten wird schon geschossen. Hat jemand eine Festungskarte dabei? Nee, ne? Nee, leider nicht. Ja, Timo, so ist das. So muss das sein. Oh, die sind ein bisschen weiter rechts sogar. Können sogar hier oben auf dem Hügel sein, so wie sich das angehört ja, hat. Da sind Bots gewesen, aber einen habe ich mit mir hier, glaube ich, mit Tarnweste gerade gesehen. Wir sind noch auf der anderen Seite. Ultra 1, es scheint nicht viele Feinde in der Nähe zu geben. Ah, da hinten. Rücke hierhin vor. Moin Gamlans, grüß dich. Ah, guck mal. Bots zeigen mir sogar ganz genau, wo der ist. Mehrere Leute. Abschuss bestätigt. Zu viele davon und es resultiert in einem Kopfgeld. Gupi, ich schieb dir mal eine Platte nach. Ultra 1, Marke gesichert. Feindliche Operator beobachten dich. Cool bleiben. Ja. Sehr schön. Ich hab's an der Marke genommen, einer fehlt noch. Er hat auch auf Russisch gesagt, dass ich bei ihm bin. Da ist er. Oh ja. Ultra 1, das Abliegen von Geld in einem toten Briefkasten beschleunigt die Waffenerholung. Wie weit kaputt? Ja, die Dinge ist leider verbuggt, die Weste, die Dreierweste. Ultra 1, Achtung, diese Erkennungsmarke hat eine Position für feindliche Operator markiert. Rechnen mit Feindkontakt. Hä? Ultra 1, Achtung, ein Operator-Trupp befindet sich nahe einer Position. Da ist noch ein Selfie, kann ich nicht wegstellen. Hier, komm Weste. Ja, Rupi, nimm du dir die. Nimm du dir die erstmal. Hier ist noch eine Sani-Weste. Dünnerer Rucksack. Das feindliche Team wird euch jetzt orten. Für lau. 30.000 einfach mal gemacht. Ja, und ich hab die andere goldene, ich hab die andere goldene Marke noch reingesteckt. Ja, alle drei goldene Marken gehabt? Ja, guck. Ja, das war's dann mal wohl. Aha. Hab ich. Er wollte es aber wissen. Ach, hier drinne. Und hier ist der eine gestorben. Oh Gott. Unterwegs. Hat aber keine Platten drin. Wo ist der? War gerade hinter. Der müsste hier. Ach, warte mal. Da ist einer. Hab ihn. Wo war er? Der war Junge. Krass, wo kam der denn? Ja, das sind alle Spawns hier an der Oase. Alle auf einem Fleck hier. Eine Operator-Warnung? Ja, weil die noch liegen. Da fehlt auch noch einer von denen. Achtung, diese Erkennungsmarke hat eine Position. Ja, gut, wir haben die. Einer fehlt. Einer fehlt von denen. Da! Scheiße! Die haben mich. Da oben drauf. Oh, Scheiße! Ja, ich hab einen Hit gekriegt. 1,
Das Ausschalten von Operators führt zu einem Kopfgeld. Angriff nach eigenem Ermessen. Brauche Kleinkaliber-Munition. Ja, krass. Ja gut, dann kann ich die Marke ja dann die andere wieder mit einstecken hier. Weil die hatte ich die ganze Zeit mit dabei. Ist mir wurscht, wenn die mich sehen, das heißt nie was. Also ich hab's mir auch angewöhnt, auch in Drohnen inzwischen zu pushen, weil das ist das, womit die absolut nicht rechnen. Ja, ja, stimmt auch. Ja, ja. Guten Abend, Jack. Default Sketcher, moin. Da Yogi, was geht, ey? Stefan, moinsen. Steven, grüß dich. Ah, sorry. Das war wie Kino gerade. Geil, B. Was meinst du, Steven? Welche Szene? Munikiste. Nee, ah, bin ich blöd. Egal. Hätte ich gar nicht machen müssen. Nee, eigentlich nicht. Egal. Shop ist da oben. Kann man den Shop da eben mitnehmen. Ja. Ach, im Auto haben wir auch hier. Ja, es geht schon, was soll ich sagen? Ich sowas wie looten und sowas, das kann ich nicht. Hab ich kein, bin ich nicht in Übung drinne. Ach, was mach ich? Gerade auf den Chat geachtet, sorry. Jo, Maurice, gute Nacht, bis dahin. Da liegen noch ein paar Platten. Hier das ganze Geld noch, restliche. Ja, nehme ich das. Ja, das war immer mal gut 27, aber gut, egal. Was denn? Nee, alles gut, alles okay. Genau, so ist es. Low, so ist es. Da fragt man sich aber, was machen dann die Leute, die PvP nicht können? Das ist die andere Frage. Okay. Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Oh, warte mal, Zug sieht ganz interessant aus. Was geht denn da? Jo, Zombie, bis gleich. Verstärkungshebel hier, ist aber nicht. Ah, gute Aussage. Finde ich gut, ey. Muss ich bemerken. Wenn das nächste Mal einer fragt oder sowas sagt. Ja, die sind auf dem Zug, glaube ich. Die sind hinten auf dem Zug, ja. Boah, hier, hinter mir? Ja. Hier, Operator. Ja, genockt. Finish. Sehr schön. Warte, wir gucken mal kurz auf den Zug. Sind sie, glaube ich, auch finish. Drauf, ne? Einen habe ich gefinisht. Ruby, den könntest du so kriegen. Oder Bier, den könntest du so kriegen. Laut Schmort, Schmort, Schmort. Hier, pass auf. Jetzt gefinisht. Ah, sieh, an der Hey, das ist der Püte da. Oh, Fistebüt, oh, 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 komm, wir machen das Ding immer weiter, ein bisschen Action reinbringen. Ultra 1, dein Trupp ist zerstreut. Bleibt besser zusammen. Stimmt, Timo. Das war geil. Das war richtig gut. Ultra
Aber die beste Zusammenkunft hatte ich tatsächlich vor kurzem im Stream. Mit Meet the Katze. Ja, war in einem anderen Team unterwegs, LB als Tag aber drin gehabt und der hat uns auch geholt. Total geil. Und dann haben wir uns auch zu 7 zusammengetan. Oder zu 8 waren wir am Ende. Und ja, wir haben aber wir 4 mit einem LB-Tag, wir haben nicht gecheckt, dass die Zone da ist. Und dann sind wir alle ehrenhaft zusammen als Clan gestorben. Ach Junge. So. Retten wir dir mal den Arsch. Zack. Er bitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Drohne ist online und kreist über Einsatzgebiet. So. Ich würde gerne runterspringen, ich brauche Muni. Und dann können wir vielleicht den Heli nehmen. Ich bin runtergesprungen. Ja. Ja. Ich habe auch eine Munikiste, ich werfe. Ich lege hier Munition ab. Moin, Hulk Hohen, grüß dich, ey. Da müssen aber hinten noch, Rohan, oh, wir müssen gerade noch 2 gewesen sein. Die Bots haben auf jeden Fall in irgendeine Richtung geschossen. Wir haben nur das Auto geschafft und abgehauen. Aber die sind down, sagt er, ja? Oder hast du alles alle gefinisht? Nee. Ich habe mir dann nur das Auto geschnappt und bin dann. Shit, ich glaube, okay. Yo, Herbi, bis dahin, ey. Bis direktem Beschuss. Morgen auf Twitch, 20.30 Uhr. Aber da oben steht der Heli eigentlich nicht. Also, das meine ich nicht normal. Ich gehe trotzdem hoch. Oh, ich durch die Wand geballert. Okay. Niemand hier. Vielleicht oben drauf? Nee, da war noch kein Skin drauf. Also. Yes. Ja, stimmt. Da war kein Skin drauf und er hat halt diesen Tischer und volles Leben übernommen. Ja, stimmt. Komisch. Komischer Spot irgendwie. Exfiltrationspunkt markiert. Ja. Aber warte mal, haben wir einen Auftrag schon irgendwie gemacht? Nee, ne? Das kann man am schnellsten machen, finde ich. Hier, gut, wir hätten hier, gut, Hydroelektrik ist sonst noch ein geiler Auftrag, da hätten wir eh einen Exfil-Heli. Ja, dann können wir das auch machen. Da hinten sind Gegner. Glaube ich. Oh, Bots, okay. Bots. Jede Menge. Ich flieg schon mal eben hin. Ja. Da ist ja direkt hier im Haus. Ultra 1, du näherst dich jetzt dem Ziel. Finde die Geisel und sichere sie. Alle anderen Personen sind als feindlich eingestuft. Die Geisel. Die Beste und sichere das Zielobjekt. Hey, 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 hey. Ich muss gestorben. Erstmal Platten stecken. Ultra 1, Sprengstoff entschärft. Begib dich mit der Geisel zu einem Extraktionspunkt. Ist das ein Quadgerät da angekommen? Ultra 1, der Evakuierungsheli ist im Anflug. Die Geisel muss zur Landezone. Wir sind am Snipen. Dann gehen wir doch mal hier rum irgendwo. Das Gebiet ist umkämpft. Ja, ich hab halt den Waffenkoffer, ne? Ja. Einer ist runtergesprungen. Geh mit der Geisel schon mal zum Heli. Excel, ja, ich hol zu mir. Ich
Wir können schon mal gehen, ich habe hier den Waffenkoffer. Ja, ich muss bloß einmal außen rum. Einer ist runter, einer kommt. Waffenkoffer liegt hier. Einer ist hinter mir, oben drauf. Unten auch, unten auch. Einer hat sich wieder geholt. Ich bin beim Heli. Jo, nimm. Aber die werden auch gejagt. Die werden auch gejagt. Hier sind vier, glaube ich. Da kommt eine LTV. Ein Truppenmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Ja, ja, ist. Oh, so ein Mist, Alter. Sitzt ihr doch oben auf dem. Ja, dann liegen die Bombe noch frei. Eins, Abschuss bestätigt. Beim nächsten wirst du zum Kopfgeldziel. Ultra 1, ein Ach Mann, leck mich doch! Ihr werdet getroffen. Hier, bei mir hier! Ja, jetzt bin ich hin. Pass auf, da kommen noch drei auf euch zu. Ja, genau. So, hinten beim Heli, ne? Zwei Mann, drei Mann noch. Die haben mich komplett gelootet. Ja, komm. Immer noch am Heli? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt noch am Heli ist. Warte mal, ich stelle mal Anfrage schnell. Wie viele Leute sind denn das? Ich habe drei gesehen, zwei im LT. Ja, einer, der ist doch bei mir, an meiner Leiche, an meiner Leiche. Einer nur? In der kleinen Holzhütte, ja. Ne, zwei. Einer vor dir direkt an dem roten Haus. Der ist jetzt in die kleine rote Holzhütte vor dir reingegangen. Noch ein Operator-Abschuss und du wirst zum Kopfgeldziel für andere Trupps. Und einer ist an der Holzhütte und einer, ja, und der andere kommt gerade auf dich zu. Also, die sind eigentlich alle zu dritt hier. Einer rennt die Straße hoch, der hat sich hingelegt. Ne, vier Mann sind es insgesamt. Vier. Einer auf dem Berg, einer in dem Häuschen. Bei dir auch? Ich glaube, jetzt einer müsste bei mir noch in dem Holzhäuschen sitzen, ja? Ja, der ist. Ne. Ja, genau. Der kommt, der guckt auf dich zu, der guckt auf dich. Wo? Ich weiß nicht, ob das ein Ja, bitte, war. Ja, wollte ich gerade sagen. Bitte sag nicht die Königs-Operator-Skin. Ja, ich habe keine Waffen mehr. Der hat mich komplett gelootet, ey. Ja, dann muss ich hier den Typen nehmen, der hier um Hilfe bittet, hier drinnen. Ja. Jo. Danke, das ist meine Tarnweste, die Tech. Da ist noch einer übrigens, gegenüber im Haus, da wo Ruby ist. Ja. Sie feuern auf mich! Pass auf, da sind noch Bots, ich muss bloß eben Platten schieben. Hier war aber keine Granate, nicht? Ich geh rechts rum, Long. Ja. Weiter links ist einer. Unterwegs. Da. Die beschießen sich gegenseitig. Einer ist im Haus bei dir. Ja, höre ich. Kommt zwei. Ja, es sind Deutsche, die sprechen Deutsch.
Rupi, guckt er mich an? Guckt er gerade in meine Richtung hier zur Treppe? Warte kurz. Da sind zwei auf dem Dach, sind gucken gerade beide in Longwitz Richtung, aber einer kommt gerade zur Treppe zurück. Wollt einer bitte mal. Noch ein Operator Abschuss und du wirst zum Kopfgeldziel für andere Trupps. Dann hol ich dich schnell, pass auf, ich hol dich schnell. Durch Operator Abschüsse wurde beigeholt. Jawohl. Einer lebt noch. Alles klar, hier, schnapp dir seine Weste und alles. Hier ist ein, genau. Guck mal, ob der Platten mit hat. Ich brauche nämlich ein paar Platten. Nee, der hat nichts mit. Hier bei mir ist einer noch. Ultra 1, Achtung, der Wind nimmt zu. Der rennt hier unten irgendwo rum. Euch seid ihr am Schießen. Nee, also das ist gerade bei euch. Nee. Gerade hinterm Haus gerannt. Sonst lass uns die Geisel schnappen, die Lichter unter der Brücke beim Heli und abhauen. Oder wollen wir. Nee, wir bringen das zu Ende. Wir bringen das zu Ende. Natürlich. Ja, gut. Dann. Zumindest sind wir jetzt alle erstmal wieder. Hier ist noch eine Kommweste. Ja, pass auf, dann nehme ich die Kommweste. Stehe unter direktem Beschuss! Ja. Und wird auch auf jeden Fall noch angesagt. Erwischt. Ich glaube, der ist da auf meinem gelben Marker, könnte er sein, oder vorne in dem roten Haus hier. Oh, ich. Ja, wo im Haus? Oh Mann, diese Pops, ey. Ja, hier. Einer kommt gerade Treppe hoch, einer noch. Ja. Das sind schon wieder. Das ist das beschissene Platoon hier. Schon wieder. Wann hört's denn auf? Hier unter mir. Von außen. Hör ich ihn gerade schleichen. Ah, das ist ein blöder Bot gewesen, okay? Sorry. Müssen jetzt alle sein. Sollten eigentlich alle sein, ja. Auch nur Selfies noch dabei. Sounds. Ja, wie viele. Alter, wie viel habe ich denn jetzt? Das ist ja sagenhaft, was hier wieder abging. Ja. Wollen wir uns mal langsam zum Heli machen? Oder was? Ja, können wir machen. Waffenkoffer und los. Ja, dann los. Los geht's, ne? Ja. Ich hab ohne Ende Platz. Okay, sehr gut. Brauchst du noch einen großen Rucksack, Gupi? Nee, hab schon einen. Operator hier noch, ich hab gerade eine Ansage gekriegt. Ja, die werden hier noch sein. Also einer liegt hier auch noch wieder tot drinnen, glaube ich. Hier. Weil ich guck, die Leichen sind alle weg. Nee, gar nicht wahr. Er ist tatsächlich rausgegangen. Ich hol die Geisel von unten. Ich gehe schon mal in Heli, check schon mal. Ich komme von hinten hoch. Ja, perfekt. Geisel befindet sich auf dem Rückweg zur Basis. Süße! Aber mich würde jetzt gleich noch interessieren, wie viel Operator jeder hat. Das würde mich jetzt gleich mal interessieren. Ja, sind wir jetzt gleich. BB Shadow. Guten Abend, Ken. Sketcher, das ist ein Bauplan, deswegen ist die Muni blau. Der Adler ist gelandet, BB. So, dann schauen wir mal. Also ich glaube, ich selber habe, glaube ich, 5 Operator, 6 Operator. Ja, auf alle Fälle. Oder? Ich hab 3. Bitte, wisst ihr, wie viel ich habe? Na, erzähl. 13.
Ja, auch wie viel habt ihr? Heftig. Wie viel hast du? Ich hab drei. Ich hab zwei. 18. Und ich 18. drei. Und ich drei. Ja, moin. Ja. Alter. Ja, aber ein dickes Moin. Ja. Junge. Oh. Guten Abend, Kai. Guten Abend, für mich war es das. Meine Frau hat sich auch schon hinter dir. Ja, braucht Liebe und Zuneigung. Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich danke auf jeden Fall für die Runde. War nett. Jo, richtig gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Jo, bis dahin. Ciao. Jo, ciao, ciao. Jo. Jo. Richtig gute Runde, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also. Einiges an Kills gemacht. Jo. Ja, die lachen mir nicht von geil. Deswegen, Leute, schaut euch morgen unbedingt das Video an, was morgen um 12 Uhr rauskommt. Da geht es nämlich um PvP, um eben so, sag ich mal, ja, vorzugehen. Weil man hat schon eine Taktik dahinter. Also, das sieht manchmal so aus, als wenn man irgendwie planlos oder ich plan durch die Gegend laufe. Aber es hat alles immer so ein bisschen so Hintergrund. Ja, krass. Warte mal. Habe ich noch einen Lernoperator? Ja, habe ich. Ich gehe mit dem Lernoperator nochmal rein. Namen Rupertico. Rupertico, du hast aber auch geile Sachen verpasst. Also jetzt gerade eben, das war wieder Legende. Ja, Flo, mit Franzosen brauchst du auch nicht in ein Team gehen. Also da kannst du sofort sagen, so Exfil. Noch nicht mal als Alt F4 drücken, weil sonst kriegen die ja noch den Loot. Exfil, einfach sofort Exfil. Macht keinen Sinn. Deswegen, ich gehe dann immer Solo rein. So, sehe ich jetzt natürlich nicht Doppel-EP. Leute, wisst ihr, was mir gerade auch aufgefallen ist? Ich habe NFL, läuft jetzt über DAZN. Und ich wollte einfach gucken, wie es so mit DAZN ist. Ne? Und habe so einen Testlauf starten lassen. Und meine Frau, die wird mich morgen killen. Denn ich habe jetzt gerade eben über PayPal 171 Euro an DAZN überwiesen. NFL Game Pass Pro. Scheiße. Ich meine, ich gucke sowieso NFL, ich wollte mir den Pass sowieso holen, aber ich wollte mir nicht jetzt schon holen. Tja. Ist ein bisschen scheiße. Ich weiß gar nicht, ob man das kündigen kann und die Kohle zurückbekommt. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Stimmt, wenn man irgendwo kündigt vielleicht wieder. Ja, ich muss mal gucken. Ah, ich glaube, ich lasse es jetzt laufen. Ich gucke sowieso NFL. Von daher passt es. Ist dann halt so. Willkommen in Scheiße. Al-Masra. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für Zugang zu neuen Missionen. Feindbedrohung ist hoch. Rechnet mit Kontakt. Ich weiß gar nicht, Adler, auch in der Probezeit schon, wo man so einen Probelauf macht. Ich habe nicht vergessen zu kündigen, ey. Ich wollte eigentlich nur gucken halt, weil die Zone, ich finde das total kacke, dass das über die Zone läuft. Ultra 1, mittlere Feind. Deswegen wollte ich nur gucken, wie es ist und jetzt habe ich vergessen zu kündigen. Ich glaube, ich muss da jetzt gleich mal auf jeden Fall hinschreiben. Beziehungsweise kündigen. Nee, low, leider nicht. Dafür spare ich momentan noch. Deswegen muss ich mir auch gleich die 171 Euro wieder zurückholen, weil das kann ich lieber in eine Tastatur und Maus investieren, als jetzt in DAZN. Okay, hier kommt schon mal nichts. Wollen Sie gleich über DAZN online mal schauen? Ich hoffe. Ja, moin, die Kugel, die hier eintreten. Nee, also. Guten Abend, Huli. Stehe unter direktem Beschuss. Direkt damit rausgehauen, die Frau meines Bruders ist auch verprügelt. Sofort am Thema angeknüpft. Nach dem Motto, es sind nicht alle Franzosen so.
Also nur die Franzosen hier so, die das Spiel hier spielen. Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Stefan, ja, habe ich schon. Also ich habe schon mehrere Tastaturen im Blick. Ich möchte gern auf Corsair umsteigen. Weil ich alles andere hier auch von Corsair habe und deswegen würde ich gern bei einer Firma bleiben. Oder bei einem. Wollen wir die Festung? Einer Marke. Ja, können wir machen, wenn du eine Karte hast. Na, und Ghosty. Yo, Low Wolf, bis dahin. Dir noch einen schönen Abend. Nix zu holen hier. Kleine Festung. Joa. Das können ja nur Bots sein da oben. Prinzipiell schon. Zumindest wenn man so lange im Auto sitzen bleibt. Ja. Ja, das. Ja, Shakun, Anna, ja. Shakun. Ist das nicht auch diese Amazon-Marke? Ja, Shadow Dobby, morgen wird erstmal Beta gezockt, definitiv. Oh ja, bin ich auch schon dabei. Jo, warte mal. Juggernaut, kann man gut machen. Okay, ciao, boah, gute Frage. Da hinten, ich sehe feindlichen Boss. Ich spiele schon seit über 10 Jahren. Also seit 10 Jahren circa Call of Duty. Kannst du dir dann ausrechnen. Erstmal Konsole. Meine Herren, ey. Ganze Muni erstmal verbraucht dafür. Für eine 2-Platten-Weste und eine verbesserte Drohne. Ja, moin. Aber hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Heul ich dir eine bessere Weste. Ne. Ja. Ja. Der frisst ordentlich. Aber jetzt kannst du auch ohne Platten noch immer so viel aushält dann trotzdem. Ein schwer gepanzertes Ziel mit einem Waffenkoffer. Die letzte bekannte Position erscheint auf der Taktikkarte. Angriff nach eigenem Ermessen. Ich glaube, ich mache mir eine Tarnweste. Ach, hier ist gar kein Shop. Scheiße. Nee. Vorratsstation hier. Brüllmücke, ey, lange nichts gehört. Bis dahin. Bis dahin. Moin. Ja, schon mal tschüss. Hi und tschüss. Wie bitte? Hast du gedämpften Schiss auch gehört? Du hast kein irgendwie. Nee, ich hab nichts gehört. Na, geschaltetes Netz, aber ich sehe auch was. Also, ich komme sofort wieder zurück. Ja, ist gut. Bitte Aufklärungsüberflug! Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online.
Schröder nicht irgendwo? Doch, da! Runter doch! Wollen wir das so schnell hinkriegen, wie wir den haben. Wo? Da, okay, okay. Dann geh ich mal fußläufig schon mal dahin. Jo, ich geh auf das nächste... Sie kehrt zur Bahn zurück. Ich bin bis Licht habe. Aber es sind hier, glaube ich, auch Spieler. Ja, es sind Spieler hier in dem Heli, sind im Heli gerade weg. Okay. Ah, ja moin, die landen da oben. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Ultra 1, ein Truppmitglied ist am Boden. Oh mein Gott. Ihr werdet getroffen. Sniper oder was? Ja, ja, Sniper, aber die haben so schnell geschossen. Und ja, einer kommt wieder rüber. Ja, und vor allem haben die mich durch diesen Kasten erschossen irgendwie. Krass, 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 ja, ja. Die sind zu dritt oder zu viert. Ah, läuft. Auf jeden Fall. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivitäten. Oh, Stefan, ey, da fragst du was. Also generell müssen ja Tastaturen kompatibel mit der PS5 sein. Also ich habe ja eine SteelSeries jetzt aktuell und die war kompatibel. Die Umsetzung ist halt nur eine andere. Und Jay, ja, mit MW3, das hatte ich ganz am Anfang schon gesagt. Es geht mir nur darum, wie DMZ dann aussehen wird, wenn die ganzen Leute zu MW3 wechseln werden. Ne? Gerade so Leute, zum Beispiel so Leute wie ich, die PvP und sowas machen. Ne? Also kannst du dir vorstellen, dass in DMZ nicht mehr, eventuell, das ist meine Vermutung, nicht mehr so viel los sein wird, weil die meisten halt froh sind, dass MW3 ist, mit dem da ist, mit dem Movement und. Moin Santiago, grüß dich. Also ich würde es auch nicht bereuen, MW3 gekauft zu haben. Definitiv nicht. Soll ich mal gucken, wo die gerade bei mir hängen? Also ja, kannst du mal gucken. Weil die sind immer noch am Snipen. Da, eins, zwei. Hat uns gesichert. Die sind alle drei dort, auf der Ecke dort. Alle drei? Alle drei sind dort auf der Ecke und snipen dort runter. Das heißt, wenn du leise bist, schnell genug gucken, haben sich gerade einmal zu tun, dass ich deinen Vollgeschicht habe. Aber wenn du leise und schnell genug bist, müssen die alle drei Käse holen. Haben aber wahrscheinlich alle drei jetzt drei Platten, das darf ich aufpassen. Einer ist gerade runtergesprungen, zwei sind runtergesprungen und einer steht noch oben. Okay, springen gerade alle drei runter. Sind gerade alle drei runtergesprungen. Und lassen den Heli hier. Ja, der war fast kaputt. Also ich glaube, der hat auch nicht mehr viel gefehlt. Da wird mal gucken, ob wann die jetzt gleich mit der Zipline hochkommen, um den Heli zu holen. Ja, dann können wir hier unten theoretisch auf die warten, im Notfall. Das ist noch alles, was ich noch habe. Okay, mein Snap-up noch. So. Wo sind wir hin? Botschaft. Ein Operator in der Nähe bittet um medizinische Versorgung. Da haben wir auf die Spieler geschossen. Ultra 1, der Kriegsherr Alna A. Oben auf dem Highway. Ist in diesem Gebiet aktiv. Du kannst entscheiden. Fährt auch jemand? Da sind sie. Unterwegs. Ja. Mensch. Das ist im Gebäude. Geh mal hier rüber. Einer ist gerade draußen. Hat er gerade eine Tür zugemacht, ist wieder reingegangen. Also die sind auch in dem Gebäude drin gerade aktuell. Ja, bei mir sogar. Enemy Team, sagt er. Einer ist dort. Okay. Einer ist bei mir noch im Gebäude auf jeden Fall. Nein! Okay. Ah, ich habe eine Einplattenweste. Aber trotzdem nochmal. Ultra 1, ein Offizier. Alter, wenn ich, also ich habe vorhin mit der 9mm. Nein! Das war klar. Oh, es war so knapp, ich bin da hängen geblieben an dieser verdammten Wand. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ja, ich bin da hingeflogen und hatte noch einen HP über, weil der von unten geschossen hat. Und dann bleib ich an dieser Wand hängen und komme nicht drüber. Und deswegen sterbe ich noch. Und dann killt er mich oben. Ich hätte ihn noch bekommen können, da hätte ich wetten können, da hätte ihn noch kriegen können. Also, ich finde das, was ich jetzt gerade heftig finde, ich habe vorhin auch mit der ISO 9mm gespielt. Das hat übelst lange gedauert, bis der Typ down war. Und der Typ, der hat mich innerhalb von Sekunden weggefetzt. Ich meine, ich hatte eine Einplattenweste. Aber. Oder zwei Plattenweste, aber trotzdem, das war. Also ich muss sagen, ich finde eigentlich ist richtig gut. Also ich finde. Ich fand die nicht so cool. Wenn ich die nutze, dann mache ich die irgendwie, dann macht die irgendwie keinen Schaden. Fand nicht. Egal, ich kann jetzt wieder meine M13B mitnehmen. Das ist ganz wichtig.
Ja, also, wenn ich mit ihnen spiele, ist der echt immer ganz schön. Das macht immer ganz viel Spaß eigentlich. Ja. Ja, Huli finde ich auch auf jeden Fall cool mit einem Zombie-Modus. Ich bin mal gespannt halt, ne, wie das ist, ob ich dann am Ende für mich selber sage, yo, Zombie-Modus ist auf jeden Fall besser als der normale DMZ-Modus, oder ob ich tatsächlich sage, nee, ich vermisse doch schon irgendwie den MW2-DMZ-Modus. Ich glaube, ich zock das dann weiter. Mal schauen. Zumal es soll ja gar nicht so richtig weitergehen irgendwie, ne, also es bleibt, aber irgendwie, ja, mal schauen. Abwarten. Ja, mal gucken. Was mich interessieren würde, es gibt ja im Zombie-Modus kein PvP. Genau. Wenn das dann zum Beispiel ist, wenn man dann irgendwie durch die Zombie stirbt und man dann nicht aufgenommen wird von irgendwelchen Leuten, dann liegen das gelootet wird, wie dann da so, ich sag mal, die Aggressivität hinter den Spielern auch ist. Ob die dann da gechillter sind, weil die von Bots gekillt wurden und gelootet wurden dann von den Spielern, oder wie das überhaupt so ist dann. Ja, das ist die Frage, ob du überhaupt von anderen Leuten dann aufgenommen werden kannst, ne? Also, so wie ich das jetzt verstanden hatte mal beim Erik, gibt es zwar, man startet mit Dreier-Teams, aber kann bis zu sechster Platoon hochgehen quasi. Ja, man kann als Sechser-Team sogar starten. Okay, gut. Es gibt 6 Vierer-Teams. Okay. 4 Sechser-Teams, mein Gott, so. Okay, ja gut. Oder so eben, das, gut, dann wird man wahrscheinlich nicht unbedingt aufnehmen können, wenn man bereits sitzt, ich weiß es nicht. Aber wir sehen auch im Disc. Willkommen in Al-Mazra. Ich merke es hier, wenn da irgendwer liegt und sich hat Daten für neue Missionen hat, aber wir schon voll sind. Rechnet mit Widerstand lokaler Einheiten und achtet auf andere Söldner im Gebiet. Denn Looten stehen mir gar nicht zu, weil Bots hätten ihren Kill, das wäre ja voll ehrenlos und so. Und keine Ahnung. Ja. Und wir sind eine richtig dumme Kindersache draus gemacht, quasi. Aber irgendwie, weiß nicht, wie das dann bei Zombies sein wird. Ja, wenn wir sehen, dem Set kriegen wir ja nur erst Infos zu Season 1. Ich glaube, Krampfi hat das auch schon geschrieben. Müssen wir mal abwarten. Also tatsächlich dann im November, beziehungsweise danach sogar noch. Weil Season 1 startet ja nicht direkt. Also. Der hatte ja richtig Bock. Kannst die Sachen gerne nehmen, wenn du willst. Das kannst du auch machen, du hast ihn gekillt. Du kannst die Dreierpette da zum Beispiel nehmen, der liegt. Warte mal. Ich würde gern. Warte mal, hat er ja. Waffensysteme werden aktiviert. Machen wir uns an die Arbeit. Hat keiner von denen Rucksack? Panzerungsbeutelverteidigung. Gibt's doch nicht. Du auch nicht, ne? Hast du noch eine. Ach, scheiße, ich würde gerne meine M13 trotzdem mitnehmen. Was kostet denn ein Rucksack? Ich glaube 6.500. Ja, wir können gucken, vielleicht liegt hier oben noch irgendwo einer rum. Ja, ich gucke jetzt auch. Ja, ich habe einen. Gerade davon gesprochen. Ja. Hier, du auch noch einer. Ja, läuft. Normal, wenn ich DMZ spielen will, was ich ja vorkommen will, dann spiele ich DMZ. Da geht es mir aber auch just for fun nur noch um PvP und Daily Mission, eben weil ich das Spiel durch habe. Ja, siehst du, Huli, und das ist das nämlich. Also entweder wird das so sein, dass die Leute halt keinen Bock auf DMZ haben, weil der Zombie-Modus richtig kickt. Oder das sind so Leute, die das sagen, so wie du. Ja, wenn ich DMZ spiele, mache ich aber nur halt so just for fun PvP und dann wird das richtig ausarten wieder. Also ich meine, das ist jetzt schon halt mit PvP so. Ich glaube, das wird dann, könnte sogar noch mehr werden. Finde ich gar nicht so schlimm, ist halt so. Wie gesagt, ich komme damit zurecht. Die meisten von euch kommen damit ja auch zurecht. Von daher. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die KI die. Oh, schon wieder zurück? Ah, die sind weg. Die sind weg, ja. Ich finde diesen Chat, Ingame-Chat, aber auch manchmal echt immer wieder sehr interessant, amüsant. Ach ja, ja Leute, wer es noch nicht gemacht hat, gerne Like und Abo da lassen. Das würde meinen Kanal, das Video hier supporten und würde mich sehr, sehr über die Unterstützung freuen. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann sich auch gerne Mitgliedschaft gönnen, wenn ihr wollt. Warum findest du den Chat so also mal? Ja, warum weil jetzt, in-game gerade steht, zum Beispiel, wird Cheaten? Nee, ja auch. Ja.
Es ist ein Das ist manchmal auch Auto markiert. Könnte ein Spieler sein. Das ist ein Spieler, oder? Nein, Bots? Das sind Bots. Oh, also wie die gerade gefahren sind. Komische Route, ne? Ja, ja, vor allem so diese Springen dazu halt auch so, als es jetzt Kirchel eingefahren sind, nicht einfach geradeaus oder halt die Straße gefuckt sind eher so. Buni, how long hast du schon mal die ISO 9mm als Single-Fire benutzt? Rasiert auf 150 übel mit 3 Treffern. Nee, habe ich noch nicht. Muss ich mal vielleicht mal ausprobieren, ey. Konstantin, Zombie-Mod hört sich an wie etwas für zwischendurch. Bestimmt gut, um Waffen zu leveln, aber im Endeffekt fehlt bei PvE ein Wettbewerb. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ja, es sind... Moin, Wolfi. Hab das Wochenende alles verloren, aber hat auch mal wieder gebockt, wieder alles aufzufüllen. Ja, so ist es, Maxel. Gehört dazu. Das macht am meisten Spaß. Ich muss täglich immer was auffüllen. ja, komm, ich hol ihn mal eben. Maske. Da ist ja auch wirklich keiner mehr, ne? Ne, die werden schon alle weg sein. Ja, du, ey, ich hatte das mal, da bin ich hier in der 8 Minute noch lang gefahren und die waren hier gefühlt immer noch am Looten. Okay. Was ich sagen ja, die ist, machen safe, sag ich doch. Jo. Pass. Bitte Aufklärung. Aber. Verstanden. Aha. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung. Die sind verteilt. Rücke vor! Ich nehme mir den da hinten auf den grünen Marker. Okay, dann gucke ich mal, wie ich mich um den beim Truck kümmern kann. Unterwegs! Okay, der sitzt hier auf dem Dach. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Frage der Zeit, bis die KI die... Oh, schon wieder zurück? Danke, Bot. Das Ausschalten von Operators führt zu einem Kopfgeld. Angriff nach eigenem Ermessen. Ah, da wollte ich eine Geistwaffe machen. So, was haben wir gesagt? Der andere ist hier, oder wo? Bei mir, ja, ihr Dach. Ich komm nochmal. Ja, ja, der sniped schon auf mich. Vordere Luft, nah, da oben ist er nämlich. Ziel markiert. Longbow 3-1 ist unterwegs. Angriff erfolgt. Das ging daneben. Der Hit ist jetzt eine Etage tiefer markiert. Unter dem gelben Marker in dem Fenster dort. Happen. Ja, dann komm ich. Jo. Hm. Ja, hier ist noch eine Drakattenliste. Feindliche Operator bei deiner Position. Ah, die waren zu zweit nur. Okay. Warum die sind so weit weg vom Safe gegangen, wenn die den machen wollten? Ja, keine Ahnung. Deswegen sage ich ja, manche Leute, die gammeln hier das ganze Game über. Weißt du? Du hättest jetzt auch nicht gedacht, dass sie noch Spieler sind, oder? Ja, siehst du, das ist so meine Erfahrung, die ich schon gesammelt habe, dass hier immer noch, egal in welcher Minute, Spieler sind. Ja, deswegen, das ist, Das ist ganz kurios, wie manche Leute spielen. Ja, ich spiele auch gerne mal sehr, ich hab mal eher langsam und ruhig so vor mich hin und hänge dann gefühlt auch mal so eine Stunde lang an einem schnell rum. Aber. Vielleicht liegen auch noch. Sketcher, yo, das war gerade M13C, aber das war von dem Gegner. Die M13C, die war nicht so gut, ne? Die hat ordentlich verzogen. Kim, ja, definitiv. Morgen auf Twitch, 20:30 Uhr, zocke ich die offene Beta.
von MW3, könnt ihr gerne dabei sein. Wenn Twitch-Kanal noch nicht kennt, Ausrufezeichen Twitch. Zombie Modus andere Spieler trifft, kann man sie einfach nicht erschießen. Nee, Gasling kann man nicht mehr. PvE komplett. 100% PvE. Kannst keine andere Spieler mehr erschießen. Aber ich glaube, man kommt auch gar nicht dazu, weil es zu krass wird. Ultra 1, wir registrieren die Beta bis Sonntag müsste die gehen. Und dann fängt auch das Haunting-Event jetzt schon demnächst an, ne? Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Warzone-Map. Die wird richtig gut, Las Almas. Ja. Nur ein paar Portionen noch. Ja, 15k Kills, so muss das sein, Huli. Ne, bei der Beta kommen keine neuen Modi. Also die Modi, die jetzt drin sind, die bleiben auch so. Zumindest hatte ich dazu noch nichts gelesen, dass da was Neues kommen soll. Ultra 1, Achtung, ein Operator im Gebiet braucht medizinische Versorgung. Ultra 1, Achtung, ein Operator-Trupp befindet sich nahe deiner Position. Da wird immer noch Trupp angesagt. Okay. Ja, zwei haben noch eine Anfrage geschickt. Vielleicht ist einer noch Ghost gewesen. Ja, der dritte, der weiß ich nicht. Ja, oder Ozix. Ozix dann. Aber, ja, nee, lass. Ich glaube, das soll. Las Almas? War das nicht Las Almas? Uzbekistan, okay, gut. Dann habe ich mich da verlesen. Weil ich habe was mit Las Almas gelesen. Dann passt das, okay. Ja, die neue Warzone-Map, die ist groß, aber die finde ich auch geil. Die finde ich viel besser als Almazra jetzt gerade hier. Du sagst ja, dass da vier Teams mit jeweils sechs... Ja, theoretisch, genau. Man kann nicht in ein Team gehen, ne, sodass man unten, sag ich mal, am Ende 12 Leute angezeigt bekommt. Aber man kann theoretisch mit den anderen 6 Leuten zusammen rumlaufen. Oder wie viele auch immer da sind. Genau. Ja, ich hab schon Spielekonsole und ein Comic-Heft. Theoretisch könntest du auch eine Tarnweste machen, wenn du willst. Ich habe auch noch ein Comic-Heft. So, dann müssten wir vielleicht mal zur Police Station. Unterwegs. Geh dann deine Kommissar, ich bin eher so Verfechter für die Kommissar. Was, für die Tarnweste? Magst du nicht? Nee, doch, ich mag sie, aber ich muss sagen, ich finde die Kommissar tatsächlich besser. Also, für mich persönlich, weil ich dann einfach früher die Mail bekomme, wenn dann eben Spieler kommen, die können keine Tarnweste haben. Das ist für mich, wenn ich vor allem unterwegs bin, ja, was PvP angeht, der nicht so der Beste ist, der ist angenehmer, wenn ich schon vorbereiten kann. Ja, stimmt. Aber gut, wenn man mit so wie du halt vor allem ja auch viel Range spielt, dann ist so eine Selbstbeste natürlich besser. Ja, definitiv. Gerade so auf Wundle halt, ne? Zum Beispiel. Ja, das stimmt. Also ich spiele halt unterschiedlich. Ich spiele auch mit Selbstbeste, wenn es halt sich gerade Ultra 1, da kommt ist. Feindliche Verstärkung. Aber überwiegend eigentlich spiele ich... Ultra 1, der Safe ist auf. Sichert den gesamten Inhalt. Mhm. So, LKW. Ja, Gasolin, du musst nur bedenken halt auch, dass wir erstens wollen das wahrscheinlich nicht alle Spieler machen, aber ich habe schon gesagt, wir müssen zusammen als Community alle auf einen Server kommen, damit wir alle zusammen spielen können. Das wäre natürlich ganz geil, das wäre auch so eine Idee von mir, die ich gerne umsetzen würde. Und, achso, warte mal, wir wollten zum LKW. Und, ja, jeder macht halt seine Aufträge wahrscheinlich, ne? Das ist wie DMZ, nur halt mit Zombies. Kim, also ich spiele, Beutegate spiele ich gern so offstream, spiele ich das mal, ja. Ansonsten spiele ich wieder Auferstehung, mit Royal Rangliste, ja, und DMZ halt. Mehr Spielermodus auch. Ja, Toni, Zombie bekommen wir nicht in der Beta. Aber Zombie bekommen wir ja im Haunting-Event und da kriegen wir so einen Vorgeschmack drauf, ne? Habe ich ja im letzten Video gesagt, One Dead und so, das wird schon, das wird cool werden, das wird interessant werden auch. Hier wird schon gelootet. Schauen, ob ich hier trotzdem irgendwas finde.
Okay, hier haben wir was gefunden. Hm. Alarsch! Nee. Dann bleibt ja nur noch Haffi. Nee, warte mal, gar nicht wahr. Ist ja noch ein Hotspot. Naja, wir können uns noch hier bei den großen Gebäuden rein. Da sind auch relativ viele PCs, wo. Ja. Rücke vor! Da waren wir zuletzt. Wurde echt, ne, Almasraf fand ich jetzt nicht so gut zum Spielen irgendwie, weiß ich nicht. Da fand ich die neue Karte, das, was ich bis jetzt gesehen habe, eigentlich auch ganz gut. Es ist alles so Gewöhnungssache, ne? Also, anfangs sagt man immer, das ist alles scheiße und dann spielt man das paar Runden, dann versteht man das auch. Und dann spielt man es gerne. Hä? Ultra 1, Achtung, ein Operator-Trupp befindet sich nach seiner Position. Operator-Trupp. Ultra 1, das ist ein gesperrter Bereich. Rechne mit hohem Feindaufkommen. Ich guck mal, was ich hier. Besser. Schnell hoch. Da sind sie am LTV. Markiert. Das Ausschalten von Operators macht euch zum Kopfgeldziel. Er hat einen großen Rucksack, falls du brauchst. Ultra 1, ein Operator nahe deiner Position braucht medizinische Versorgung. Ich hab alles. Ultra 1, Vorsicht, wir sehen einen Operator-Trupp in der Nähe deiner Position. Ja, der war, denke ich mal, solo tatsächlich, ja. Moin Angelo, grüß dich. Ich habe eine Frage. Wollte meinen Ingame-Namen ändern. Wie findest du den? Lord Bier. Sehr kreativ. Sehr kreativ, auf jeden Fall. TTK in MW3, ja, die ist auch zu krass, Toni. Gebe ich dir auf jeden Fall voll recht. Also, du holst da teilweise drauf und irgendwie, weiß ich nicht, passiert da nichts. Das fand ich auch heftig. Aber wie gesagt, ich habe über PS5 gespielt. Da ist das eh kacke. Von daher bin ich auf morgen gespannt. Wo findet man im Online am ehesten verschlüsselte Festplatten? Vorratslieferungen? Ja. Und bei den Bossen. Eventuell. Aber versuche alle Vorratslieferungen irgendwie aufzumachen. Da sind immer ganz viele drin. Oder generell halt in der Mall zum Beispiel. Im Museum. Da findest du auch verschlüsselte Festplatten. So, Auftrag hatten wir ja erledigt, ne? Operator. Okay. Kommt schon eine Granate? Ich glaube vom Tower. Nee, nicht vom Tower. Doch. Wow. Okay. Was für ein Tower? Twin Tower. Da hinten. Gleich hier. Ja, ich seh's auch, hab's auch grad bekommen. Bombendrohne ist online. Bombendrohne ist aktiv und scharf. Ja, kommt näher ran, er kommt ran. Schnell. Unterwegs, hier ist dein Feind. Ich hab schon mal los. Hier Break. Und da sniped auch noch einer. Digga, du musst schnell kommen.
Rücke vor. Der ist so gut wie tot, ey. Der ist da oben. Ja, okay. Bei deiner Position befinden sich feindliche Waffen. Ach, Digga. Da kommt der andere jetzt. Und du kannst Plate nicht abbrechen. Ja. Und das ist nämlich das, worauf ich mich freue bei MW3. Du kannst das Nachladen abbrechen, du kannst das Platen abbrechen, du kannst, während du slidest, kannst du wieder schießen. Das ist realistisch. Es macht kein, also welcher Mensch platet denn so lange, obwohl er beschossen wird und kann das nicht abbrechen? Mal ganz ehrlich, wer sich das ausgedacht hat. Pierre, ja, mein Rechner ist da. Morgen bringe ich einen Short dazu raus. Beziehungsweise ein Reel. Auf YouTube, Instagram und TikTok. Muss mal morgen um 12 Uhr schauen. Plus Video um 12 Uhr. Komm, gehen wir mal. Chica. Was auf Chica wohl abgeht. Lange nicht mehr. Yo, Sketcher. Du gehst? Hauen sie rein. Glaubst du, wir schaffen es in einer Runde 16 Mal Aschika-Schnaps zu extrahieren? Nee, nicht in einer Runde. Schade. Na okay, 15 Mal würde auch reichen. Ja, aber ich sehe gerade auch ein paar Sachen, die ich auf Aschika dich rausholen muss. Eieiei. Ja. The only one. Kinofilm, letzte Kinofilm. Ich frage mich, wann ich zuletzt mal vor dem Kino war, seitdem wir die Kinder haben. Was haben wir im Kino geguckt? Boah, ist eine gute Frage. Ist auf jeden Fall länger her. Willkommen in der DMZ. Ja, schon länger her. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Ich komme da echt nicht drauf. Ich glaube sogar, dass ich mit einem Kollegen zuletzt sogar noch im Kino war. Der mich eingeladen hat. No homo. Aber... da war das nämlich der Film Northman, glaube ich, heißt der. Northman. Da kam gerade raus, haben wir auf Englisch uns gegönnt. Komplett auf Englisch. Ja, Harry Potter und der Stein der Weisen war das, glaube ich, zuletzt. Nicht auf mich schießen! Ich glaube, ich muss mal auf Instagram mal wieder so eine Umfrage starten. Oder so eine Frag-mich-Runde. Also solche Fragen sind dann gut. Die Position ist auf der Karte markiert. Achtung, Ultra 1, ein Truppmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Wo, auf welchem Dach? Komm mal zu mir. Ach da, ja. Ein Operator im Gebiet braucht medizinische Versorgung. Bitte Aufklärung. Drei Leute. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Oh. Bleib wachsam. Ich höre gerade auf. Warum sterben die nicht? Ja, der hatte eine Semtex-Klette. Egal. Wie man mich auf Instagram findet. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich hoffe, Stream Elements schaltet da. Da findet man mich auf Instagram. So findet man mich. Moin Daniel, grüß dich. Ja, endlich bist du wieder da, ey. Ja, manche Namen, die merke ich mir tatsächlich auch. Und ich finde das immer schön, die gleichen Namen zu lesen. Ich hasse es, dieses Lava-Laden und Plates geben. Ja, wie gesagt, MW3-Movement ist halt viel besser, ne? Das ist alles viel zu langsam. Das ist so, weiß nicht, Altersheim-mäßig. S2 war es bei dir. S2. Oh, aber schon ein ganz schönes Stück her. Ja, aber bei mir war es tatsächlich auch so. Ich glaube, wir waren auch S2, waren mit einem Kino, waren wir zu Hause. Boah, ich weiß das nicht. Komplett überfragt.
Ich war letztens am Freitag mit dem Kumpel in Sanan 2. Der war ganz, ja, also, ich muss sagen, Sanan 1 fand ich, glaube ich, sogar besser, aber er war nicht schlecht. Es war nochmal ein schöner Horrorfilm. Zwar nicht, fand ich das persönlich nicht unbedingt super gruselig, aber war echt trotzdem schön zu gucken, also nur zu empfehlen. Evil Dead will ich gucken unbedingt, den neuen, also der aktuellste. Habe ich jetzt auf Prime gesehen, dass da ein Trailer rausgekommen ist. Ich glaube, der ist sogar neu. Moin, Sean, grüß dich. Evil Dead Rise? Kann sein, weiß ich nicht. Falls ja, dann okay. Also, ja, gut. Wieso, findest du zu heftig? Nee, also ich fand den ganz gut. Ich habe den mit dem Kumpel zu seinem Geburtstag im Kino geguckt. Den fand ich gar nicht so gut eigentlich. Okay. War nicht so mein Geschmack. Aber nicht. Ich muss mir John Wick 4 muss ich mir noch reinziehen, auf jeden Fall. Habe ich immer noch nicht gemacht. Kam ich noch nicht zu. Oh, der ist gut. Der ist richtig gut. Und Continental habe ich jetzt, ja, ist die Folge 3 raus. Habe ich durchgeschaut schon. Richtig geil, feiere ich. Und Loki geht endlich weiter. Und ich freue mich, am Donnerstag oder Freitag kommt eine neue Folge, zweite Folge, Loki raus. Da freue ich mich am meisten drauf. Achtet auf andere Operator im Gebiet. Aber, John Wick? Ja, das ist so ein Film. Der ist wirklich geil. Den gucke ich auch immer wieder noch. Also, der ist so ein Film, allgemein für die John Wick-Reihe. Echt immer wieder gucken, auch immer mal. Gibt ja so Filme, die guckt man so einmal, dann hat sich das erlebt. Ich mache das direkt im Beschuss! Aber, ja, Kampf wie Exorzist, den neuen. Den muss ich mir auch reinziehen. Muss ich auch sehen. Evil Dead Rise kann man gucken. Okay. Gerade für 1 € bei Prime. Ja, okay. Muss ich mir das mal, glaube ich, gönnen. Equalizer habe ich schon gesehen, Daniel. Komplett. Also. Beste Film überhaupt. Okay. Jetzt auf der Karte. Achtung, er wird von der Ultra 1. Die Aufklärung bestätigt die Identität des gesuchten feindlichen Informanten. Kopfgeldzahlung ist unterwegs. Schon wieder? Ja, schon wieder da oben auf dem Dach. Ziel markiert. Das kann's doch nicht sein. Ultra 1, gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Ja, auf dem Dach tatsächlich. Verstanden. Ja, der kommt jetzt angeflogen. Ja, das Ding ist halt, ich hab so eine einfach beschissene Waffe. Einer ist genockt. Einer bei mir ist tot. Und ich habe einen genockt. Okay. Er ist wieder genockt. Medizinische Versorgung. Töte ihn erstmal. Ah, noch einer. Ja, moin. Nein. Ja, Tarnweste. Ja. Schade. Ich habe keine Gucken nach Klick gehabt. Uli, warum kannst du keine Horrorfilme gucken? Ich finde das geil. Also alleine kann ich die auch nicht gucken. Ich kann ja auch, tagsüber kann ich die ganz gut gucken, aber nachts ist immer so eine Sache. Nein. Hallo? Ein Muskelmann wie ich hat doch keine Angst. So ein bärtiger Typ. Die Leute auf der Straße, die haben um diese Uhrzeit Angst vor mir, wenn ich denen entgegenkomme mit meinem Bart. Aber ne, ehrlich, ich werde manchmal auf der Straße wirklich komisch angeschaut, ne? Ich weiß nicht, ob ich einfach hässlich bin oder ob mein Bart einfach zu lang ist. Keine Ahnung. Ja, das ist... Und ich werde auch oft angesprochen auf meinem Bart. Oh, wie kriegt man das denn so hin? Wie lange wächst denn schon? Wie viel Zentimeter? Boah. Hier kommt die Frage, wie viel Zentimeter hast du denn? Bestimmt auch eine ganz neue Bedeutung dann. Ja, ich sage immer stolze 20. Ja, das könnten, ich weiß gar nicht wie viel. Also das längste Haar vielleicht, weiß ich nicht. Ja, Northman Tony, wie gesagt, habe ich mir reingezogen, direkt am, als es rauskam, auf Englisch komplett. Expendables 4, Markus. Ja, Expendables ist auch ganz gut, ne? Hat einer von euch den Teilzeit-King geguckt? Paramount Plus mit Sylvester Stallone. Kann ich nur empfehlen, richtig geil das Spiel ist, die Serie. Richtig geil. Boah, Maxel, was? Du hast dich komplett rasiert? Gehörst du eigentlich zur bartlosen Truppe oder zur bärtigen Truppe? Weil ich glaube, da ist dann irgendwas schief gelaufen. Ganzen bartlosen.
bartlose Truppe. Genauso. Es ist bei mir richtig schlimm, was mein Bartwuchs angeht. Das ist. Also, als ich zuletzt außerdem meinen Bart komplett abrasiert habe, weil dann habe ich komplett gemacht. Also wurde ich von 10-jährigen Kindern beleidigt. Also, was soll ich dazu sagen? Low, ja, das mit den 12-jährigen kenne ich. Ich habe auch quasi keinen Bartwuchs. Also. Willkommen in der DMZ. Ja, Low, dafür haben wir aber noch Haarwuchs noch ganz woanders, ganz extrem. Eindringung ist hoch, rechnet mit Kontakt. Ich sag nur Arsch. Loch. Ich hab's nicht ausgesprochen. Moin Justin, grüß dich. Nach links. Okay, let's go. Ja, würde ich drunter gucken. Was hab ich denn jetzt überhaupt für eine. Oh, Plattenkiste? Köpfe in der Intimzone. Ja, so ist es. Also ich kann meinen, also das ist heftig. Wir haben auch mal ausprobiert, meine Frau, die will die ganze Zeit so einen Zopf flechten in meinem Bart. Ne? Und Kugeln und sowas reinmachen. Ja, klar. Da habe ich gesagt, erstmal, nee. So wie bei Johnny Depp quasi. Ja, genau. So, weiß nicht, oder so einen Knochen auch noch reinmachen. Ein schwer gepanzertes Ziel mit einem Waffenkoffer entdeckt. Aber, die Position ist auf der Taktikkarte markiert. Es gibt genau. Angriffsfreigabe. Also ich finde, wenn man schon so einen langen Bart macht, muss man das auch aussetzen. Ja, weiß ich nicht. Wir können das nächste Mal bei so und so viel Likes und sowas, können wir das gerne mal machen im Bart. Da machen wir im Livestream mal schön Perlen rein, Knochen rein und sowas. Liebesperlen am Bart, genau. Liebeskugeln. Oh. Wird ein bisschen schwer werden für mein Bart. Panzerungsbeutel markiert. Und so ein Panzerungsbeutel markiert. Ja, ich komme rüber, alles gut. Alles gut oben. Achso, gut. Panzerungsbeutel markiert. So, krass, ey. Regenbogenfarben kennen. Aktivität bei deiner Position. Oh, bleib wachsam. Also es gibt gewisse Grenzen bei meinem Bart tatsächlich. Aber man kann mich bestechen. Sagen. Ich bin korrupt. Ich folge immer noch der Devise, jeder Mensch hat einen gewissen Preis. Und hat einen gewissen Preis macht diese Menschen auch alles. Ja gut, dann ein Operator in der Nähe bittet um wie viel sollen wir machen? Mir gerade schwierig. Ah, bitte Aufklärungsüberflug. Gibt's noch nicht. Wo sind die denn? Unterwegs. Da sind sie. Hallo, Leute. Mit Glitzer. Ja, soll das dann meine Tochter machen live, oder was? Mit Glitzer und sowas? Ja, das wäre doch mal was. Da oben. Ja, Stefan kommt. Kommt. Ich werde übrigens am 17. Oktober auch so ein Event starten. Von Halloween-mäßig unterwegs sein hier. Die feindliche Bedrohung bei eurer Position ist moderat. Sagen wir es mal so. Unterwegs! Dort unter meinem Marker. Ja. Ist Break. Ignoriert das letzte. Noch? Ich fürs ganz oben oder? Ich habe eine gelbe Markierung. Auch eins unter, aber ist gerade noch Knock. Könnte. Einer ist finished. Okay. Der gelbe Markierung klappt einer. Ist noch einer liegen. Ja, der auch. Ultra 1, ein Operator nahe deiner Position braucht medizinische Versorgung. Das waren drei Leute. Okay, ist nur. Komm mal zu dir. Auf der Taktikkarte sind Aufträge, für die es Geld gibt. Oh, okay, der gibt alles durch. Geld in einem toten Briefkasten ab, um die Waffenerholung zu beschleunigen. Oh ja, bei mir unten ist einer. Unten? Ab. Ja, unten auf der Seeseite, auf der Wasserseite.
im Gebäude drinne? Nee, könnte sein, dass er außerhalb stand und reingeschossen hat, wenn die auf der Tür dort war. Also der Typ, der da liegt, der sagt an, was du machst. Weg, weg, weg. Ist tot. Ja. Das war's dann mal komplett. So, wo ist der Unterschied? Aha, Thermal, nicht Thermal. Dann nehmen wir nicht Thermal mit. Was hältst du von dem Spiel Zombie Army 4 und Sniper Elite 4 und 5? Sniper Elite habe ich mal gespielt, fand ich cool von den Effekten her, wenn du einen, ja, eine Biene perfekt geschossen hast, ne? Aber so intensiv habe ich es nicht gespielt, dass ich sagen kann, ist gut oder schlecht. Genau das gleiche mit Zombie Army 4, das kenne ich noch nicht mal. Hudi, echt? Bis vor, dass du keinen Bart hast. Ja. Es gibt Damenwerte, es gibt schöne Damenwerte. Die 13 müsste noch knacken von vorhin. Ne, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich versuche das mal in irgendeinem Streamer solo komplett. Ne, es juckt nicht. Also der Bart juckt nicht. Viele meinen ja halt, ne, der Bart wächst, dann juckt der. Natürlich, weil das ist ungewohnt für die Haut. Deswegen ist es immer ganz wichtig, Bartöl und sowas zu nutzen. Und dann muss man den einfach weiter wachsen lassen und irgendwann juckt er auch nicht. Völlig normal, dass er anders juckt. Hört aber irgendwann auf. Okay, ja, dann wir haben Vorräte. Hier Beute. Oh. Ach so, nee, also Justin, nee, kenne ich tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ich bin ganz stark COD fokussiert oder halt, wenn ich so ein bisschen chillen, entspannen möchte, zurück TFT. Mehr auch nicht. Ich warte die ganze Zeit. Zum Beispiel Exifien soll ja auch noch Mitte des Monats oder Ende des Monats rauskommen. Werde ich auch erstmal zocken. Und ja, gucken, wie es ist halt. Ne? Ich geb Exifien auf jeden Fall nochmal eine Chance. Also, warst du von der Bitte? Wie bitte? Warst du von der Bitte nicht überzeugt? Exifien war ich nicht überzeugt, ne. Leider nicht. Das hat mich nicht so mitgenommen. Hat mich einfach nicht abgeholt, als ich da in der Testphase gespielt habe. Ja, schauen. Ging mir genauso. Also ich fand auch dieses, ich weiß nicht, ich fand das nicht mit war so richtig schleppend teilweise auch. Ich weiß nicht, ob das einfach nur mir lag. Ultra 1, mittlere Feindgefahr im Einsatzgebiet. Aber ich finde, es war so richtig schwerfällig auch teilweise das Movement. Ultra 1, Achtung, die Gefahr. Movement fand ich sogar ganz gut. Das ging alles relativ schnell, aber das Gefühl zu den Waffen, weißt du, das hast du nicht so wie hier bei COD. Hier fühlst du die Waffe, obwohl du keine Vibration oder sowas in der Maus hast, weißt du? Mhm. Im Controller merkst du das ja nochmal. Aber, nee, weiß ich nicht. Auch die Soundeffekte von den Waffen fand ich auch nicht gut so. World War 3, das habe ich schon gespielt. World War 3, tatsächlich. Das sind sogar meine ersten Videos hier auf dem Kanal, glaube ich, gewesen. World War 3. Also mit erstmal Vanguard und dann kam World War 3, glaube ich. Das sagt mir was auf jeden Fall. Ich meine, das war World War 3. Fand ich auf jeden Fall richtig gut. World War 3. Also, realistisches Spiel. Wirklich gut gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, oh. Nix los, ey. Sind wir alleine hier? Nee, da. Der Feind hat den Drohnenturm. Jetzt dort hat eine Feuershotgun. Hier ist ein Bot, aber. Da ist er. Da ist er. Ja. Eine wunderbare Feuershotgun. Ah, dann auch. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Ja, warte mal. Ich glaube, der kommt hoch. Ja, der kommt hoch. Ich versuche gerade schnell zu geben. Richtig gut. Ja. Ja, Kampfaxt. Wow. Ja, kannst du knicken. Nein. Ja, jetzt vom Bot, ne? Oh, Leute. Oh nein, oh nein. Ich schulde dir was. Ultra 1, gesteigert. Der andere geht auch da rein, ne? Ja, ich gehe hier aber auch schon, weil.
Drohne, die sehen nicht so oder so. Ja, ich weiß, aber die haben mich mit dieser Pistole wiederbelebt. Also, wir sehen jetzt bestimmt klar. Ich wollte nur kurz da wegkommen, Platten nachlegen, ein bisschen. Überlegen, was man gleich macht. Ich hoffe, dass MW3 gut wird. 110 sind viel, wenn man es dann doch nicht spielen will. Echt. Das Geile ist ja, über PC ist das 10 Euro günstiger. Ich habe nur 100 gezahlt für die Vault Edition. Guten Hunger, Adler. Ja. Theoretisch kannst du ja die Drohne. Das riskiert einfach mal. Ist halt nur, sonst sitzt man da ein bisschen fest zu lange. Mal ein volles Risiko, würde ich sagen. Aber das war wirklich ziemlich. Ich weiß nicht, wie es. Das war gut, ey. Das war gut. Die haben mich mal mit der, mit der Pistole, ja, wieder. Drei Leute. Einer bei mir an der Leiche in der Nähe und die anderen da im Haus. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Warte mal. Ich frage mal um Hilfe. Dann gucken wir mal genau, wo die sind. Verstanden, Ultra 1. Okay. Ja, zwei sind. Die gehen zu dritt in ein Haus wahrscheinlich. Ultra 1, Achtung, ein Operator im Gebiet braucht medizinische Versorgung. Das Einzige, was du tatsächlich versuchen könntest, weil die werden darauf warten, dass du kommst, einmal komplett außen rum und versuchen von oben irgendwie zu reviven, dass du von hier irgendwann am Ende kommst. Die einzige Option. Die haben auch meine Marke jetzt genommen. Ja. Vielleicht noch ein Filter mit Stealth-Rüstung. Ja, ich geh einfach mal außen rum. Ja moin, da ist ein Geschütz. Den kannst du hier. Nimm den Typen mal auf. Pass auf, da ist ein Geschütz oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal. Ne, sind auch noch welche über mir. Einer ist noch da, zwei. Ja, der ist bei mir noch hier oben gerade noch rumgelaufen. Bei mir ist direkt einer. Der lootet nochmal, der braucht Platten. Und zu dir kommt jetzt einer. Der ist jetzt hier. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Schweinemedaillons mit Kroketten und so. Alter. Einfach mal um 23:30 nachts. Sauber. Ja, komm, nimm die M13B, die ist sowieso. Genau, gib mir die RPK. Ultra 1, hier Kommando. Drohne auf dem Weg zurück zur Basis. Wenn man mal ehrlich ist, haben sich die Leute nur wegen zwei, für manche vielleicht drei Punkte auf X-Defiant gefreut. SBMM, Movement. Ultra 1, ein Operator und originale Waffennamen. Hat es auf andere Trupps abgesehen. Nein! Haltet euch zum Kampf bereit. Oh, die... Hat er dich verarscht? Er ist aus dem Umgerannt. Ja, shit. Ja, gut, dann los. Ja, moin. Läuft. Oh, verdammt. Ja, Ken, um 7 Uhr morgens esse ich die Pizza meistens. Wenn ich noch Pizza von gestern über habe, tatsächlich. Hast du schon neu gemacht? Erstmal kurz. Nee, Film, genau. In DMZ, also in ME3 wird es kein DMZ geben, korrekt. Ja. Komm, dann gehen wir mal Wandel. Wandel. Da nehme ich den oder. Ah. Ohne Mampf kein Kampf, so ist es. Nehme ich ihn mit. Ja, wie gesagt, Exifiant Movement war okay, aber irgendwie war mir das doch schon so. Ja, nicht Call of Duty genug einfach. Das war komplett ungewohnt, das war ja was ganz anderes. Also, als ich ja über die PlayStation die Beta gespielt habe, die ME3 Beta, da habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie so ein bisschen komisch ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das lag daran halt, weil PlayStation, das ist so nochmal ganz was anderes. Ja, finde, aber DMZ bleibt in ME2 dafür, ne? Also, immerhin. Wäre DMZ komplett raus, dann, ja, das wäre natürlich mies. Deswegen ist dann die Frage, ne, warum bringen die immer weiter Bundles raus für DMZ, obwohl die das dann irgendwann dicht machen wollen, beziehungsweise nicht mehr weiter, ja, führen wollen, wie auch immer. Schauen wir mal, was am 1. zu Season 1 kommt. Ich kann mir das nicht vorstellen, meine ich. Mal schauen.
Genau, genau, Ben. Dieses gewisse Etwas hat gefehlt, ja. Ja, Huli, ich habe gar nicht drauf geachtet, tatsächlich. Wie gesagt, wenn es einen neuen Call of Duty Teil gibt, dann kaufe ich mir sofort immer die Vault Edition. Das Größte, was es gibt. Immer. Ich finde jetzt zum Beispiel Black Sabbath von Season 6 finde ich also pervers. Der Hammer. Voll geil. Gamlans, was es bei mir gab. Willkommen in der jetzt gerade gibt es Chips. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für also, ich habe vorhin noch von Fitness und sowas, Gesundheit gesprochen. Aber es sind halt so relativ gesunde Chips. Und von daher kann ich mir das gönnen. Ich gönne mir gleich noch Protein, Shake. Und dann gleiche ich das wieder aus. Außer bei Chips. Kalorien auf Gramm. Müssen wir mal die einzeln abwiegen, gucken, wie viel Gramm die haben. Dann mal gucken, wie viel Kalorien die am Ende da wirklich haben. Ja. Jo, gute Nacht, Kampfi. Ultra 1, nur wenig feindliche Bedrohungen im Gebiet. Willst du später auch die anderen Exfil-Loot-Shooter zocken, die kommen sollen? Wie Marathon oder Heartland? Toni, dadurch, dass ich wirklich Call of Duty-Typ bin, weiß ich es noch nicht. Ich werde anfangen mit anderen Games. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn GTA 6 rauskommt. Da wird GTA 6 erstmal gesuchtet. Ich denke mal, das machen die meisten. Weil wir warten ja schon 14 Jahre drauf. Länger sogar. Mindestens irgendwann wirklich raus. Nee, warte mal. 10 Jahre. 10 Jahre sind es jetzt schon. Das auf jeden Fall. Aber andere Loot-Extraction-Shooter weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, wie die sind. Ich gebe allen aber eine Chance. Abwarten. Ja, ja, Huli, die Bandits, die sind auch in DMZ-Zombies verfügbar. Weil es wird ja alles übernommen. Wird also so kommen. Wenn den Operator und Waffen aus den Bundles, ja. Alles, was wir in ME2 jetzt hier erworben haben, nehmen wir mit zu ME3. Ah, die waren schon am Shop. Da hinten bei Foot wird auch geschossen. Ich gehe erstmal hoch. Kann sein, dass sie oben sind. Die Drohne oben? Nee. Ja. Doch, hier. Da. Ziel markiert. Ziel markiert. Junge, wie viele Bots hier? Achtung, Semtex! Warte mal, Semtex? Warte mal kurz. Ja. Drohne hat Position eingenommen. Ja, ja, mit Dingens, Armbrust. Und Semtex. Wow. Alles klar bei mir. Ja, ja, ich sieh's gerade. Der Armbrust, Alter. Ich werde hier drüben beschossen. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Am Auto ist einer. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Ich bin gerade auf. Alle Ultras, Achtung. Das noch einer Finish. Da sind noch mehr. Ach, der eine, der ist weggesprungen. Rücke vor. Ultra 1, Aufträge, die Geld einbringen, sind auf der Taktikkarte markiert.
Ultra 1, ein Operator in der Nähe bittet um medizinische Versorgung. Unterwegs. Warum? Hm. Hast du einen großen Rucksack? Nee, aber nicht. Feindbeschuss! Junge, was spielt der denn mit Waffen? Okay, er hat eine geerdete Weste und ist gebrochen. Wobei, doch, hab ich. Klar, ja, im Ausrüstung ist nicht reingegangen. Da oben ist, bei Break hat eine geerdete Weste. Ja, ja genau, der hat eine geerdete noch. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Schauen, was ich da so machen kann. Ist denn jetzt leider nicht mehr? Ja moin, ich habe einen Bug, dass meine Tauchermaske unendlich lang geht. Wie habe ich das denn gemacht? Ultra 1, die feindliche Bedrohung bei eurer Position ist moderat. Kann sein, dass er hier auf mich wartet Ultra 1, jetzt. Achtung, Drohne kehrt zur Basis zurück. Wer zu erwarten? Na, hier ist aber keiner. Ja, da ist er. Rücke vor. Der ist auf dieser Ebene. Nee, nee, der ist hier auf der Ebene. Unterwegs. So. Semtex geworfen. Ultra 1, Abschuss bestätigt. Tot. Zu viele davon und es resultiert in einem Kopfgeld. Wie ein Sackkartoffel einfach, oder? Ultra 1, ein Operator nahe deiner Position braucht medizinische Versorgung. Hier. Ja, hab schon, ne, gehört schon. Aber, Ding ist Pause, ne? Hier. Achso. Hier ist Beute. Hast du ja auch schon. Ja, genau. Armbrust, Alter. Ich bin mit dem voll reingegangen. Ja, aber ich habe gar nicht gecheckt, dass er uns mit der Armbrust da unten von oben abschießt. Habe ich auch nicht gecheckt. Da, wer spielt denn mit Armbrust, dachte ich mir dann. Ja, ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang auch gerne mit der Armbrust gespielt. War eine schöne, ist eigentlich eine schöne Waffe. Und die Bots gehen damit auch relativ schnell down, tatsächlich. Also. Schlecht ist die Waffe jetzt nicht, aber es ist halt gegen Spieler doof, wenn man halt erstmal einmal geschossen hat, ist halt dann weggeht erstmal. Boah, Ken. Ich glaube tatsächlich, GTA 6 wird ganz normalen Preis haben. Ich denke mal so 80, 90 Euro vielleicht. Ich glaube mehr nicht. Also standardmäßig. Aber die warten ja wenigstens halt, bis ein Teil nochmal rauskommt. Na, aber die haben auch viel zu tun. Die wollen ja wirklich. Oh, da hinten? Rücke vor. Ja, da ist markiert. Ja, ja. Unterwegs, feindlicher Scharfschütze. Wir sind in der Festung drin. Ja. Ich guck mal kurz, ob hier in der Vorstation vielleicht eine Drohne oder so ist. Ich komm kurz hinterher. Riskiert ein Kopfgeld. Hab alle. Ultra 1, Abschuss bestätigt. Okay, ich merke, wie viel muss ich schneller sein. Ja. Ultra 1, also ihr habt euch eine Marke gesichert. Gucke, ob das feindliche Team wird euch jetzt sauer. Und dann... Hast du schon wieder alle gekriegt? Natürlich. Das muss ja auch schnell gehen. Nachdenken darf man nicht. Nee, ich bin da. Ja, ich bin seit gewohnt mit anderen Leuten, mit denen ich spiele. Beschleunigt die Waffenerholung. Das hat ein verhältnismäßiges ganz anderes Spielteil. Ja. Das sagen viele. Ich merke dann aber wiederum auch, mit wem ich da manchmal spiele. Also gerade wenn ich die Community Plays mache oder sowas. Dann merke ich direkt, wer ist, ja, wer macht so auch nochmal ein bisschen PvP dazu und wer macht gar kein PvP, das merkst du sofort. ISR hat das HRZ Bullfrog auf Taktikkarte markiert. Yo, Daniel, ey, hau rein, gute Nacht, bis dahin. Wo sind Bullfrog? Ja, sicher, GTA 1, GTA, ja, können wir machen. Warte. Oh, scheiße. Hä? Hast du ihn angeschossen? Nee, ne? Nee. Warte, warte. Ja, moin. Gute Treffer. Das Fahrzeug weiter angreifen. Weiter feuern. Angriff
Hier ist ja, hier diese Lötlampe. Willst du die Dingens-Tarnung haben? Nee, ich hab mir da, ich glaube dein Video war es angeguckt, ich verzichte das mal auf. Also da wirst du gejagt. Ja, hier ist der Koffer, kannst du den nehmen? Beute. Ich bin jetzt gerade voll. Ja komm, dann nimm mein Excel. Das noch mit. Ich lauf schon mal vor. Ja, aber jetzt schon 10 Jahre, worauf warten die? Ja, die wollen ein gutes Game rausbringen ohne Probleme, denke ich mal. Ja, ohne Probleme werden sie wahrscheinlich auch nicht schaffen. Nee, das schafft keiner, aber... Ja, es wird halt auf jeden Fall nochmal einfach... Ja, es ist cool, jedes Jahr neues Profil zu haben, aber ich muss sagen, ich warte mal vielleicht 2-3 Jahre länger und hab dafür dann ein Spiel, das wirklich mal ordentlich zu verfolgen und nicht bei jedem neuen Patch, das ich darauf verkauft habe, dass wir in Boxen jetzt reingekommen und so, deswegen, also... Ja. Ich muss sagen, da würde ich dann lieber auch ein paar Jahre länger warten. Ey, ich freue mich schon richtig auf GTA. Also das ist so ein Game. Sofort. 120 bis 150 Euro so GTA kosten? Say what? Bezahle ich. Das ist mir wurscht. Das werde ich bezahlen. Ja. Läuft. Also. Hattest du schon alle Waffenkoffer? Ja, ne? Ja, ich hatte schon alle. Okay, ja gut. Ist gut für EP, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die einzigen, die mir jetzt noch fehlen, sind, ist der von... ja, bei mir auch. Da fühle ich aber speziell vor, wo ich ihn einfach machen müsste für Lagerwerbung und sowas. Ich weiß nicht mehr, genau war. Ich glaube, für den Generalschlüssel muss ich das noch ein paar Mal machen. Dass ich den Generalschlüssel craften könnte. Aber ich muss sagen, ich habe halt da nicht so die Leute, mit denen ich Gebäude 21 auch nicht machen könnte. Und mit Randoms ist das beschissen, Solo ist das vor allem für mich auch beschissen. Also. Ja, wie gesagt, gib Bescheid, ne? Also samstags streame ich ja nicht und samstags bin ich auch gerne mal online. Also wenn man, oder generell auch an Chat halt, wenn ihr seht, dass ich online bin oder sowas, ne? Ich bin eigentlich immer im Discord und wenn ich im Discord bin, einfach reinjoinen, den Discord fragen, weil manchmal bin ich hier in der Lobby und mache gerade irgendwas. Ich krieg das manchmal mit. Heute zum Beispiel der Mind, da habe ich nur mitbekommen, dass er aus der Lobby rausgegangen ist, weil ich gerade etwas am Aufnehmen war, weil ich gerade was gemacht habe. Hab dann extra in Discord noch reingeschrieben, dass ich eben ne, gerade am Bearbeiten bin, weshalb ich immer dann on und off bin. Deswegen ist mal, wenn ich im Discord drin bin, gerne einfach reinkommen, fragen, yo, alles klar und let's go. Weil manchmal, wie gesagt, hier im Chat, also hier im Spiel kriege ich das manchmal gar nicht mit so. Das ist dann blöd. Ja, deswegen also. Mal gucken. Ja, das Problem jetzt wird eh bei mir ein bisschen schwierig, was sehr doof getimt ist auch mit der Beta, weil... Meine Freundin ist da und wir haben am Sonntag Jahrestag, da müssen wir noch einiges machen und vorbereiten. Ob ich noch ein bisschen was vor am Samstag und Freitag. Also mal gucken, wie ich überhaupt Beta zocken kann. Das ist sehr, sehr ungünstig. Jahrestag, ein Jahr oder wie lange schon? Ja, ein Jahr jetzt. Ein Jahr. Ja. Ja. Das zweite Jahr feiert man vielleicht auch noch, das dritte Jahr, ja. Und dann, ja, oh. Moin, schön, dass es dich gibt. Naja, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, vor allem die Jahrestage, das sind immer so Tage, wo man wirklich sieht, man hat es wieder ein Jahr durchgehabt und man hatte vielleicht mal vielleicht hier und da mal Probleme und vielleicht auch mal Streit und Stress, aber dann hat man es trotzdem geschafft. Also ein Jahrestag finde ich dann doch noch besonders. Ja. Wir haben es jetzt gemacht, aber ich muss vor allem sagen, gefühlt so die ersten vier Monate, ist auch zu jedem Monatstag so, jo, ein Monat wieder geschafft und so. dann hatten wir jetzt das Halbjährige, haben wir nochmal, waren wir essen. Da sind wir essen gegangen und jetzt. Junge Liebe. Jahrestag. Willkommen in der DMZ. Nee, muss auch sein. Also, meine Frau und ich haben uns auch gesagt, wir sind dieses Jahr 7 Jahre zusammen und wir haben auch gesagt, wir müssen unbedingt was machen.
Problem ist halt, wir können unsere Kinder nirgendwo abgeben. Wir müssen ja also immer mitnehmen. Oh. Das ist halt die Kacke. Wir haben leider nicht den Luxus wie andere Eltern, da wo die das Verhältnis zu den Eltern super ist oder die im besten Fall nebenan wohnen oder sowas. Nee, bei uns ist es ganz anders und tja, also komplett gebunden. Ja, Toni, bei uns auch. Einfach mal in die Community reinfragen. Wer hat denn Bock, mal auf zwei Kinder aufzupassen für den Abend? Genau. Ja, ich hätte theoretisch schon jemanden, aber ja. Ne, Chapina, ist Chapina überhaupt noch da? Ich glaube, die hätte da gar keinen Bock drauf, auf zwei Kinder aufzupassen, noch zusätzlich zu ihrem Kind. und habe ich schon gesagt, namens Scoops? Ich hoffe, ich habe schon gesagt. Ich sag's einfach nochmal. Ach, Chapina macht kein Bubu. Okay. Gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Da sind sie doch schon. Erbitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Thron ist online und kreist über Einsatzgebiet. Ihr werdet getroffen. Ultra 1, Abschuss bestätigt. Zu viele davon und es resultiert in einem Kopfgeld. Einer noch bei mir. Ja, das werden die gewesen sein. Ultra 1, Marke gesichert. Ja, feindliche Operator beobachten dich. Cool bleiben. M16? Oh, schön voll Strecker oder was? Natürlich. Klar. Man hat den Hund gehört, der Hund, der war böse. Ja. Oh, ich liebe diesen Hund. Oh, willst du eine goldene Marke mitnehmen? Ich habe auch eine goldene, nimm du mir. Ja. Hast du dir verdient. Guck nur, ob er eine andere Waffe hat. Ja, nee, schon gut. Passt. Ich nehme hier einfach. Ich schmeiß sie noch nicht. Das ist jetzt für mich so das Schwierigste anscheinend. Bleib für die Gettenweste oder nehme ich für die Kommweste mit? Ja, also wie gesagt, für GTA 5, GTA 6, da wäre mir der Preis relativ schnuppe, weil einmal in 10 Jahren so eine Summe zu zahlen, ist denke ich mal akzeptabel. Ist genauso wie halt, Udi hat es vorhin, glaube ich, auch geschrieben, einmal im Jahr 70 Euro bis 100 Euro für Call of Duty. Das ist einmal im Jahr, ne? Und wenn man so wie ich zum Beispiel nichts anderes spielt, weil alles andere ist dann Free-to-Play oder sowas, dann ist es halt auch nichts, ne? Also, Steam ist bei mir relativ überschaubar. Ich habe eine Zeit lang viele Games gezockt durcheinander, aber irgendwann bin ich dann einfach bei einem Game hängen geblieben. Das, was ich zuletzt richtig gesuchtet habe, war DayZ und Arma 3 RPG. Ultra 1, Aufträge für Geld sind auf der Taktikkarte zu finden. Ja, immer. Aber man guckt 150 Euro auf 10 Jahre jetzt mal quasi gerechnet. Jagdauftrag hier. Jagdauftrag hier. Wenn man guckt 150 Euro auf 10 Jahre, wenn man es mal jetzt mit Call of Duty vergleicht, ist es da kein Vergleich eigentlich auch. So ist es. Hey Justin, seit einem Monat Mitglied, ey. Vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Danke, dass du noch dabei bist. Ja, was heißt noch dabei? Du bleibst dabei, ich sag das. Nee, ich hab alles. Zwei sogar.
Ah, da hinten sind sie, okay. Nee, wir müssen hier weg. Ein Auto am besten, oder? Das ist ja super nervig. MW2, hast du nichts bezahlt? Justin, wie nix? Hast du nicht den Multiplayer-Modus und sowas? Mit DMZ und so? Also ich habe jetzt nichts Offizielles gefunden, dass DMZ nicht in der MW3 erscheint. Naja, Offizielles gibt es dazu auch nicht, aber warum enthüllt man alles außer DMZ? Oder was zum Beispiel feststeht bezüglich DMZ, dass ein DMZ das eigene Movement von ME2 behält und auch die Waffen. Es sollen auch keine Waffen rüberkommen. Ja, aber DMZ ist MW2 zu den Waffen. Das ist ein Unterschied, aber ich habe auch unterschiedliche Spiele quasi. Ja, genau. Das kommt noch dazu. Er geht nah zusammen, aber es ist ja nicht dein Spiel. Geht davon aus, dass ein ja, verschiedene Hersteller vor allem, ne? Also. Ich dachte tatsächlich, die wären hier oben. Ah, okay. Da sind sie also. Ich habe keine Platten mehr. Die sind Market. Bombendrohne eingesetzt. Bombendrohne 3 zur Zündung. Achtung, der feindliche Kampfhubschrauber nähert sich eurer Position. Okay, die sind jetzt weg. Hier ist keiner mehr. Rücke vor. Der schießt aus dem Gebäude raus. Ah, okay. Ich muss zum Shop. Ich muss erstmal auf die Drohne warten. Bei mir ist. Also ich laufe hier auch gerade rum und. Ultra 1, Achtung! Ihr habt einen offenen Auftrag für ein Prioritätsziel erfüllt. Zahlung wird jetzt durchgeführt. Da hat er echt nur zwei. Los in Deckung! So. Dann schauen wir mal. Ultra 1, ein Truppmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Hast du ein Selfie? Hab genug Blut. Ey, das ist. Ah, jetzt sind wir auf der Universität. Ja, Bots sind ganz schlimm. Ich würde halt gerne einfach nur einmal kurz die Platten, die hier noch liegen, einsammeln. Ja, ich habe schon wieder hier. Ey, Justin, mach doch mal was klar, wenn du bei Microsoft arbeitest. Was ist los? Ah, immer noch. Ah. Kannst du vielleicht ein paar Platten mitnehmen? Ja, warte. Zeitüberschreitung. Der Auftrag wurde annulliert. Was? Ich hab welche, es ging nur darum, da kommt feindliche Verstärkung. Achso. Boah, ja, komm. Ihr werdet getroffen. Ich,
normal mit den Bots. Keine Angst, alles wird gut. Ja, direkt einfach ins Haus hier rein. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Granate! Alle sind auf dem Uni-Gebäude. Die jage ich da mal eben runter. Also, ich könnte vielleicht auch noch. Nee, die sind schon hier. Feindbeschuss! Ja. Semtex geworfen! Lege hier Munition ab. Geh von unten mal ran. Die werden noch im Gebäude sein. Ja, aber. Ja, die haben schon wieder die. Unter mir ist einer im Gebäude. Schöne Tarnweste jetzt wäre. Yep. Ich glaube, da kommt einer gerade über die Seil. Ne, das war nur kurz. Die haben nochmal hin. Alles gut. Ultra 1, ein feindlicher Trupp hat Bullfrogs Waffenkoffer. Verfolgen die Position. Ihr entscheidet, ob ihr angreifen wollt. Feindliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Die Positionen werden auf der Taktikkarte angezeigt. Kann auch da einlaufen. Die wollen zum Stadion wahrscheinlich. Nochmal Waffenkoffer. Ja. Jo. Aber nee. Nein. Sonst. Nee, ich meine nur wegen der Uni jetzt gerade. Ich sehe da keinen da oben drauf. Also zwei sind hier und einer da hinten dann, wenn dann. Jo. Ultra 1, jo. Achtung, hohe Feindgefahr im Einsatzgebiet. Ja. Ja, wenn die diesen beschleunigten Exfil haben, könnte es wirklich eng werden. Ja. 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 Weißt du, ich überhaupt was erstmal Boden geholt habe, hast du schon wieder alle gekillt? Ja, da kommt schon. Und rein, ja. Ja. Nein, du bist in einen gesperrten Bereich eingedrungen. Hohe Feindpräsenz. Caralho! Que porra é essa? Cai. Hoje ja, die checken auch gar nichts, ne? Semtex geworfen. So. Ja, der eine legt wieder. Hier ist noch einer. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Na, du hast ein Prezi, ne? Also du kannst Prezi draufsetzen und versuchen, ein bisschen weiter hinten. Und dann versuchen mich in der Zeit zu reviven. Weil wenn du ihn so legst. Ne, der ist ja nicht mehr. Der ist ja gar nicht mehr. Ne, auch nicht. Ja, jetzt kannst du versuchen. Hast du eine Grin. Ne, du hast ein Zielfernrohr. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, schmeiß eine Rauchgranate. Ne, ah, da hinten schießt er. Ja, ja. Da kannst du Prezi hinsetzen, ja. Ah, der ist wieder rein. Verbündeter Präzisionsluftschlag. Jetzt geh runter, jetzt geh runter. Jetzt kannst du versuchen, mich zu holen. Da liegt eine Sunny-Weste.
Digga, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Ja. Oh, ich hab die Waffe noch nicht gewechselt. Oh, ich Idiot. Ich hab noch mal auf das Sniper drauf. Oh, ey. Leute, und deswegen Zielfernrohr zu Hause lassen, Rauchgranate oder Betäubungsgranate mitnehmen. Wir sind nicht hier zum Spotten. Ja, naja. Wie gesagt, ich bin halt meistens der, der halt irgendwo mit dem Scharfschützengewehr liegt und dann eher von oben hinterher schießt, wenn das Team reinpusht. Der Camper also. Von allen dann. Nein, nein, ich bin nicht der Camper, ich bin der. Du hast gerade gesagt, derjenige, der von weiter weg irgendwo liegt und von da aus schießt. Ich campe nicht, ich mache nur taktisches Warten. Aha. Ja, guck mal, ist es ein Unterschied, ob du zum Beispiel auf einem Master auf diesem Turm da oben liegst beim Flughafen, die ganze Runde dort liegst und nichts machst außer campen? Das ist Camping, aber wenn du wirklich siehst, okay, da sind Feinde, mein Team ist eben Nahkampf besser als ich, dann warte ich doch lieber hinten und pass auf, dass das Team dann sauber ablassen kann. Ja. Ja, sorry, Maxel, gute Nacht. Ja, ich verpasse das manchmal im Chat. Ja, ja, was soll ich sagen? Ja, ist ja egal, alles gut. Ich meine, das waren insgesamt heute auch richtig gute Runden so. Ich mute mich mal eben. Ja, also wie gesagt, das Stream hat mir heute wieder richtig Spaß gemacht, war richtig gut. Wie gesagt, behaltet das im Hinterkopf. Morgen 20.30 Uhr auf Twitch, 12 Uhr Video und Reel kommt raus. Bin ich mal gespannt. Und ja, Projekt von Long to Strong startet eigentlich jetzt schon, aber offiziell mit Aufnahmen, Videos und sowas ab dem 1.11. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir mit einem Bodybuilder zusammen trainieren werden. So wie es aktuell aussieht, wird es wahrscheinlich laufen. Wie gesagt, das ist ein Influencer auch. Der hat, ich weiß nicht, 15.000, 20.000 Follower auf Instagram. Und der kann auf jeden Fall was. Und der zockt auch gerne. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das machen können, ob wir das umgesetzt bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Und ich freue mich auch schon wieder drauf, richtig pumpen zu gehen und wieder meine 100 Kilo zu haben. Damit ich nicht mehr, ja, wie long aussehe, sondern wie strong. Deswegen, wer es noch nicht gemacht hat, lasst gerne noch ein Abo und Like da. Würde mich über den Support sehr, sehr freuen. Mitgliedschaft könnt ihr euch auch gerne gönnen. Hilft mir natürlich auch sehr, sehr, sehr für meinen Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, danke Allah, dass du da warst. Danke Chapina, an die Mods. Danke an euch allen, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Haut rein.